Braske, schönen Nachmittag. Hallo, grüß dich. Im Prinzip ist es eine klare Sache, was die Papierform betrifft. Rapid, der Bundesligist gegen den Regionalligisten, gegen den LASK. Ist das aber auch heute am grünen Rasen so zu erwarten, Herbert? Also ich erwarte mir das nicht, denn es ist ganz klar. Ich meine, man braucht nur schauen, der österreichische Cupsieger heißt Pasching und die sind in der Regionalliga nur Zweiter hinter den LASK geworden. Das heißt also, dass der LASK eine ebenso gute Mannschaft wie Pasching hat, mindestens so gut. Und deswegen muss Rapid heute auf alle Fälle 100% Leistung bringen, dass es nicht eine Überraschung gibt. Vor allem, weil es ja das erste Spiel ist, wo es dann ja letztendlich um was geht. Und wir dürfen uns jetzt auch gleich freuen auf den Trainer der Austria, auf Karl Daxbacher, natürlich Ex-Trainer der Austria. Und gemeinsam der Austria-Mitspieler von Herbert Prohaska. Ja, als LASK-Trainer hat man es nicht leicht gehabt in den letzten Jahren. Wie viel Vorfreude steckt denn da dahinter, wenn man diesen Kracher heute vor der Brust hat? Naja, wir haben in der Vorsaison im Cup schon sehr, sehr gute Leistungen geboten. Wir sind sehr weit gekommen und im ersten Spiel gleich gegen Rapid zu spielen, ist sowohl wirtschaftlich und natürlich auch sportlich eine große Herausforderung. Und wir können in dem Spiel grundsätzlich auch nur gewinnen. Und ich hoffe, meine Mannschaft traut sich auch richtig Fußball spielen, so wie sie es können. Dann rechnen wir uns natürlich Außenseiterchancen aus. Ja, und ich stehe hier neben zwei Austria-Legenden und es gibt auch schönes Bildmaterial dieser beiden aus den gemeinsamen Zeiten. Herbert, gibt es da Veränderungen zu früher, körperlicher Natur vielleicht, Frisuransatz? Das Negative ist, wir sind sicher viel älter geworden, wir sind körperlich viel schlechter geworden. Aber das Positive ist, dass wir heute viel, viel hübscher sind und das wiegt das Ganze wieder auf. Ich glaube, da seid ihr einer Meinung heute, oder? Ja, wenn er mich auch meint damit, dann schon. Das ist schon verständlich. Der klare Außenseiter ist vom Papier her heute der LASK. Gibt es ein Rezept, das Sie jetzt schon aufgrund der Beobachtungen von Rapid gegen Paris Saint-Germain im Kopf haben, wie man heute den Rekordmeister vielleicht aushebeln könnte? Das Positive ist, dass ich die Aufstellung erraten habe. Die hängt in der Kabine von Rapid schon, genauso wie sie antreten. Ich habe eine sehr gute Rapid-Mannschaft gesehen, die lebt, die sich scheinbar sehr viel vorgenommen hat für die neue Saison. Mit wirklich guten jungen Spielern. Immerhin war Paris Saint-Germain der Gegner. Und das stimmt mich ein bisschen nachdenklich. Aber man weiß ja genau, wie knapp es im Fußball wirklich zusammen liegt. Und daher haben wir klarerweise Chancen. Wir werden alles versuchen und schauen, dass wir aber auch ordentliche Leistung zusammenbringen. Wichtig ist einfach, dass man sich was traut, dass man nicht vor Ehrfurcht erstarrt und das machen meine Burschen schon. Wir brauchen Ihre Aufstellung nicht erraten. Wir haben sie schon zu Papier gebracht und auch in die taktische Formation. Es haben einige Spieler ja den Verein verlassen, nachdem er leider gescheitert ist aus Sicht des LASK im Playoff zur heute für morgen ersten Liga. Dennoch ein Spielermaterial aus Ihrer Sicht, das für die kommende Saison, die Regionalliga beginnt erst in 3 Wochen, aus Ihrer Sicht zufriedenstellend? Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch den Herrn Stöbster dazu bekommen. Der noch nicht beginnt heute, aufgrund? Ja, ist erst seit 2 Tagen bei uns und auch im Training erst seit 2 Tagen. Aber es ist natürlich eine Option für das laufende Spiel. Und wir wissen aber auch, dass Pasching ein ganz starker Gegner in der Meisterschaft wieder werden wird. Die haben ja eine tolle Leistung gezeigt, gerade im Cup. Und die abzufangen wird schwierig. Also gegen einen Red Bull Club haben wir uns durchgesetzt im Vorjahr, aber gegen einen zweiten sind wir gescheitert. Also wir müssten jetzt das wieder schaffen, Pasching hinter uns zu lassen. Ja, und vielleicht gelingt es ja, aus der Salzburg das nachzumachen, die Grödig gestern im Elferschießen eliminiert haben. Ja, also das zeigt ja auch wieder, wie knapp es beisammen ist. Grödig hat natürlich, glaube ich, gleich zu Beginn einen Ausschluss gehabt, wo sie natürlich gehandicapt waren. Wir sehen die Entscheidung gerade im Elferschießen. Der erste Elfer ja gehalten und dann von Ebner und dann hat Matthias Oettl für die Entscheidung gesorgt. Haben Sie Elferschießen trainiert? Noch ganz kurz, letzte Frage. Gestern wollten Sie unbedingt noch schießen nach dem Training und Sie haben es auch gemacht. Aber ich weiß genau, dass im Training um einiges anders ist. Aber wir haben voriges Jahr auch Grödig geschlagen und Mattersburg in Elfmeterschießen eliminiert. Also das können wir schon auch. Dankeschön, alles Gute, Karl Daxbacher. Danke. Vielleicht mit spannenden 90 oder mehr Minuten hier im Linzer Stadion. Ja, wir wenden uns Rapid zu und da gibt es für alle Rapid-Fans gleich einmal eine Hiobsbotschaft. Herbert Prohaska in der Aufstellung werden wir gleich sehen. Steffen Hofmann ist, wie schon gegen Paris, aufgrund eines
Nervenproblems im Rücken nicht mit dabei. Ja, okay. Ich glaube aber auch, dass die Entscheidung von Zoran Barisic auch absolut richtig ist. Denn die Saison, wenn man so will, beginnt heute. Und da muss man nicht gleich jetzt einen Spieler fit spritzen oder unbedingt fit bekommen. Ich glaube, ganz wichtig wird der Steffen Hofer natürlich für die lange Saison sein. Da bleibt er hoffentlich auch verletzungsfrei. Auf der anderen Seite ist das jetzt eine sehr junge Mannschaft. Aber ich glaube, dass trotzdem, es hat keinen Sinn, dass man jetzt bei Rapid vielleicht nachweint, dass man wirtschaftlich nicht mehr oder bessere Spieler holen kann. Die jungen Spieler sind auf dem Weg. Es liegt nur an denen, sich weiterzuentwickeln. Talent haben sie alles, riesiges. Und deswegen wird, denke ich, auch Rapid eine gute Rolle in der Meisterschaft spielen. Und hat vor zwei Tagen eine gute Rolle gegen Paris Saint-Germain gespielt. Allerdings auch gestern Tag der offenen Tür. Manche meinen, zu viel Programm vor diesem Erstrundenspiel im ÖFB Samsung Cup. Wie sieht es denn der Rapid-Trainer Zoran Barisic? Ich habe großes Vertrauen zu meiner Mannschaft. Ich habe großes Vertrauen zu meinen Buben. Ich weiß, dass sie physisch in einem sehr guten Zustand sind und ich weiß auch, dass sie gerne Fußball spielen. Insofern gehen wir davon aus, dass es vom physischen Aspekt her kein Problem sein wird für uns. Das erste Pflichtspiel ohne Steffen Hofmann, dessen Rücken scheinbar immer noch zu sehr schmerzt, erschwert das die Aufgabe heute hier? Natürlich ist der Steffen ein sehr wichtiger Spieler für uns, das wissen wir. Trotzdem sind wir nicht einmal am Beginn einer langen Saison und es wäre sehr fahrlässig von uns, ihn fit spritzen zu lassen und eventuell schwerer verletzt wird. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn nicht spielen zu lassen. Haben Sie Elferschießen trainieren lassen? Kann mich gar nicht erinnern. Ja, haben wir auch schon gemacht, aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich hoffe, dass wir das Spiel innerhalb von 90 Minuten gewinnen können. Fakt ist aber auch, nach der nicht ganz gelungenen letzten Saison, um es so zu formulieren, von Rapid, wäre heute ein Ausscheiden schon eine gewisse dramatische, erneute negative Situation. Ja, es ist auf alle Fälle das, was Rapid nicht brauchen kann in der jetzigen Situation. Jetzt möchte man wieder ein bisschen eine Aufbruchstimmung haben und da wäre natürlich ein Ausscheiden heute ganz bitter. Das Ziel heißt 18. Mai 2014, wenn in Klagenfurt das Finale im ÖFB Samsung Cup absolviert wird. Herzlich willkommen, Stadion der Stadt Linz auf der Linzer Gugel zu einem Duell zweier Traditionsvereine, die allerdings auch schon fast traditionell lange nicht mehr in einem solchen Cup-Finale zu finden waren. Bei Rapid ist es 8 Jahre her, 2005, damals eine 1:3 Niederlage gegen Erzrivale Austria. Lask war zuletzt 1999 in einem Cup-Endspiel. Damals gab es eine Niederlage im Elfmeterschießen gegen Sturm. Ja, und Rapid muss sich auch heuer wieder etwas gefallen lassen, wie jedes Jahr, möchte man sagen. Nur werden die Jahre einfach immer mehr. 14 Cupsiege haben die Grün-Weißen bislang errungen, zuletzt 1995. Jetzt sind es schon 18 Jahre. Damals siegte man 1:0 gegen TSV Leoben im Ernst-Happel-Stadion mit einem gewissen Zoran Barisic in der Mannschaft, der auch durchgespielt hat. Er hat also gute Erinnerungen an den Cup, zumindest als Spieler. Ansonsten sind sie nicht so berauschend. Jetzt führt Schiedsrichter Alexander Hakam die beiden Mannschaften aufs Feld, die in der letzten Cup-Saison jeweils im Viertelfinale gescheitert sind. Für den LASK war das ein Erfolg, unglückliche Niederlage in der Verlängerung in Ried. Für Rapid war es beinahe ein Drama, die 0:1 Niederlage gegen den späteren Cupsieger Pasching daheim im Hanapi-Stadion. Haben wir noch einmal der Mann, der die nächsten 90 Minuten oder mehr leiten wird, Alexander Hakam, assistiert von Alexander Witschnick und Richard Hübler. Ja, wie hat Rapid
den Tag der offenen Tür gestern verkraftet. Rapid will man das natürlich nicht überbewerten. Zumal Zoki Barisic am Freitag beim Testspiel gegen Paris Saint-Germain, den französischen Meister, auch in der Pause schon 9 Spieler gewechselt hat. Wir bleiben stehen. Jetzt Anstoß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß wünsche ich auch Ihnen im kommenden Cup-Duell. Kapitän bei Rapid in Abwesenheit von Steffen Hofmann, wieder Christopher Trimmel. Sie haben es gehört. Der Standardkapitän Steffen Hofmann hat sich im Laufe der Woche im Training das Kreuz verrissen, den Rücken verdreht. Man hat gehofft, dass er fit wird. Dem ist nicht so. Zoran Barisic besteht darauf, nur Spieler einzusetzen, die hundertprozentig fit sind. So wie zum Beispiel er, Guido Burgstaller, der gemeinsam mit Christopher Dibon, dem Neuzugang, und Mario Sonnleitner in die Mannschaft rückt. Da haben wir Christopher Dibon, die drei also neu im Team im Vergleich zum Testspiel vom Freitag, anstelle von Beuth, Pichler und dem jungen Maximilian Hofmann. Die Rapid-Mannschaft bleibt allerdings sehr, sehr jung. Hier beim Anstoß haben Sie Schaub gesehen und Lukas Krozurek. Und jetzt geht's los. Runde 1, ÖFB Samsung Cup 2013-2014. Erstmals Burgstaller, es gibt aber Abstoß vom Tor von Bavau Pervan. Dort noch zur Aufstellung Lask Linz, ein 4-2-3-1-System mit den beiden Sechsern Schröger und Buric. Also ein bisschen defensiver als die Rapid-Variante, das war zu erwarten. Ganz interessant, von den 8 Spielern beim Lask, die im Relegationsrückspiel dabei waren, 7 in der Startformation. Unter anderem natürlich auch Radovan Vujanovic, der in der vergangenen Regionalligasaison nicht weniger als 32 Treffer erzielt hat. Er also, der hier gerade wieder attackiert hat, die Waffe schlechthin. Offensivdinge betreffend beim LASK. Dibon auf Thomas Schaub. Die Rapid-Fans machen Stimmung, das haben wir auch schon am Freitag beim Spiel gegen Paris Saint-Germain erlebt. Stellen sich nach wie vor nur gegen den Vorstand, nicht mehr gegen die junge Mannschaft. Das hätten sich ihrer Ansicht nach die jungen Spieler nicht verdient. Burgstaller, Schaub bleibt hängen. Marcel Sabitzer war es, Verzeihung. Und Abseitsposition von Guido Burgstaller. Thank you.
Schaub. Zuspiel zu unpräzise gedacht für Guido Burgstaller. Rapid aber schon wieder im Ballbesitz, diesmal über den starken Grozurek, vor allem im 1:1. 1 gegen 1 sehr gut. Ebenso wie Louis Schaub. Der gegen PSG eigentlich überall aufgetaucht ist. Pass gedacht für Radovan Bujanovic. Zu weit. Boskovic, er der Routinier im Mittelfeld der Grün-Weißen, die heute komplett grün sind. Fast komplett grün. Ausnahme des weißen Streifens auf der Brust. Und der Eckball gerade noch verhindert. Und der Nummer 30 Benjamin Freudenthaler. Stadelbauer. Da fand hier lange keine Anspielstation. Da kam der Pfiff von Schiedsrichter Hakam. Jetzt gibt es einen Wurf für Rapid. Nachdem Stadelbauer hier zu lange gebraucht hat für seinen Geschmack. Der Schiri nimmt ganz genau. Noch genau die Position haben, wo der Einwurf stattfinden soll. Jetzt geht's schneller von Stadelbauer. Neil Kogler, Zweikampfsieger gegen Rotzurek, dann aber der Ball wieder bei Rapid über Thomas Schrammel. Nobota, der natürlich den Vorzug erhalten hat, vorerst einmal gegenüber Neuzugang Samuel Radlinger. Ist erst vor kurzem zu Rapid gestoßen, noch nicht lang genug dabei. Der muss sich erst mal im Training empfehlen, im Training aufdrängen, zeigen, dass er stärker ist oder auf den einen oder anderen Patzer vom Slowaken Jan Nobota hoffen. Er ist im Frühjahr 2012-2013 das Königshofer abgelöst hat als Einser im Rapid-Tor. Jean-Maurice Barry, der US-Amerikaner im Team des LASK, gemeinsam mit dem Routinier Mario Hieblinger, die Innenverteidigung bildet. Erst letzte Woche 36 geworden ist. Also ein Routinier und ein eher jüngerer Spieler mit 23 Jahren, Jean-Maurice Barry, die hier die Innenverteidigung bilden beim LASK. Kurz
zurück. 1 gegen 1. Jetzt Dominik Widra. Ball gut zur Mitte. Schön gemacht. Aber zu leicht gefallen. Guido Burgstaller in dieser Situation. Schön gemacht von Schaub, der ein bisschen in die Rolle des Zehners schlüpfen muss in Abwesenheit von Steffen Hofer, von dem man sich natürlich erhofft, dass er möglichst bald wieder in die Mannschaft zurückkehren kann. Der Zweikampfsieger Christopher Trimmel, auch wenn er nicht ganz so schnell ist offensichtlich wie Fabiano, die hängende Spitze beim LASK. Übrigens mit einem 4-2-3-1 spielt. Kugler und Freudenthaler sollen über rechts und über links Fabiano unterstützen. Bujanovic die Solospitze. Kurz Mario Hiblinger gesehen mit der Nummer 26, also der Routinier mit 36 Jahren. Übrigens, wer sich nicht mehr erinnern kann, auch 12 Länderspiele für Österreich absolviert, 93 Mal in der Bundesliga gespielt und über 100 Mal in der griechischen ersten Liga. Der Ergotel ist also eher der Mann mit der größten Erfahrung beim Regionalligisten. Pass in den leeren Raum, wo allerdings kein Rapid-Spieler steht. Auch nicht Lukas Grozorek, der diese Seite als die seine bezeichnen darf. Ja, Fehler von Boskovic. Jetzt müsste es mal schnell gehen beim LASK. Und die Abschlussmöglichkeit gar nicht schlecht hier gemacht. Noch einmal. Der Abschluss dann, wenn ich es richtig gesehen habe, von Sebastian Schröger. Die gestreiften Trikots des LASK mit den roten Nummern muss man sich erst gewöhnen. Schwer zu erkennen, mitunter in der Geschwindigkeit, wer da am Ball ist. In diesem Fall war es definitiv Sebastian Schröger, einer der zentralen Mittelfeldspieler beim LASK. Und das war die erste ganz brauchbare Chance im Spiel, dem bald eine knappe Viertelstunde absolviert ist. Zoran Barisic, mal an der Seitenautlinie, im letzten Winkel seiner Coachingzone. Mit Anweisungen für seine Mannschaft, die jetzt glücklich im Ballbesitz kommt. Daraus resultiert allerdings nur ein Eckball. Er zwickt noch ein bisschen die Augen
zusammen. Zoki Barisic, vielleicht wegen der Sonne, vielleicht auch, weil ihm das noch nicht so gut gefällt, was er in den ersten 14 Minuten gesehen hat. Eckball. Beim Ball sind zum Beispiel Branko Boskovic. Kopfballsieger im Zentrum Jean-Maurice Berry. Marcel Sabitzer hat sich hier gegen den zweiten Routinier in der Abwehr wieder durchgesetzt, setzt hier seinen Körper ein gegen Wolfgang Klapf, 34 Jahre alt, auch schon knapp 100 Bundesligaspiele absolviert. Also die linke Seite in der Lastverteidigung ist die routinierte, die rechte eher die junge. Und jetzt die erste gute Möglichkeit für Rapid. Nach dem zweiten Eckball in Folge. Hier wird gut rochiert. Und der Mann, der gegen PSG das 1:0 gemacht hat, letztlich zu wenig war zum Sieg, hatte die erste große Chance für Rapid-Kapitän Christopher Trimmel. Ja, gutes Zusammenspiel. Kugler bringt den Ball auch nicht schlecht zur Mitte. Trimmel schon wieder mit dem Kopfball. Vorspiel angezeigt von Bojanovic gegen Christopher Dieber. Der hat sich hier offensichtlich auch noch ein bisschen wehgetan beim Versuch zum Abschluss zu kommen. Beziehungsweise hat er hier den Arm von Christopher Dieber leicht ins Gesicht bekommen. Der war aber in normaler Position. Alles in Ordnung aus Sicht des Rapidlers. Sabitzer gegen Klapf, jung gegen alt. Jetzt kommt Freudenthaler zur Hilfe. Ja, gut gemacht von Fabiano, der ja auch gerne das Foul gehabt hätte. Der Mann, der ja schon für Rapid gespielt hat in der Meistersaison 2007, 2008, 17 Mal für die Grün-Weißen gespielt, allerdings ohne Treffer geblieben, die hängende Spitze des LASK. Noch lange nicht so alt, um immer wieder auch vorne aufzutauchen. Ja, mit dem Arm von Dibon leicht ins Gesicht bekommen, habe ich schwer untertrieben. Gewaltige Beule im Gesicht von Radovan Vujanovic. Wird daher jetzt an der Seitenoutlinie, wird hier mal mit ein bisschen Eis behandelt. Jetzt gibt es Eckball für den LASK, schnell abgespielt. Und da war er schon wieder, die Flanke allerdings landet bei Jan Novota. Zurück. Noch einmal zurück auf
Dominik Widra. Er verschenkt den Ball und macht jetzt das taktische Foul, um den Gegenangriff des LASK zu unterbinden. Der Grundzurek. Erst einmal schönes Zusammenspiel. Bleibt am Ball, wieder bietet sich hinten Außenverteidiger Schrammel mit an. Rückt immer wieder mit nach vorne. Die Burgstaller noch einigermaßen isoliert da vorne. Viel ist ihm noch nicht gelungen, auch jetzt kann er den Ball nach dem Einwurf von Schrammel nicht bändigen. Daher gibt es Abstoß. Vom Tor von Pavao Pervan. Schaub, gut gemacht. Jetzt hat er Platz, spielt den Ball auf. Zurück an den 16er und Marko Boskovic im zweiten Versuch. Sein erster abgeblockt. System von Rapid, ja offiziell ein 4-3-3, daran hält Zoran Barisic fest, auch wenn es dann auf dem Platz immer wieder anders aussieht. Da wird manchmal ein 4-4-1-1 draus mit einer Spitze und einer hängenden. Das ist dann oft Louis Schaub oder ein 4-1-4-1 mit einem Sechser, Boskovic oder Widra. Oder dann auch defensiv ein 4-2-3-1 mit zwei Sechsern. Da machen dann sowohl Boskovic als auch Widra in diesem Fall im Zentrum dicht, so gut es geht. Jetzt Louis Schaub, springt ihm da mal ein bisschen zu weit weg. Noch einmal Marcel Sabitzer, aber auch sein Abschluss zu schwach. Das Kopfball-Duell gegen Bojanovic. Jetzt über rechts Daniel Kogler, bringt den Ball gar nicht schlecht zur Mitte. Aber aufmerksam einmal mehr Rapid-Kapitän Christopher Trimmel. Kroate Mario Buric. Neuzugang beim LASK, der heute in der Startformation steht. Sein Gegenpart bei Rapid, der von Red Bull Salzburg geliehene Christopher Dibon. Oh, gefährliche Aktion, Lattenkopfball. In Minute 24. Das war wirklich gefährlich. Thank you.
einmal allein gelassen, schön hinter die Abwehr gespielt, den Freistoß. Jean-Maurice Barry, der Innenverteidiger, mit vorne, vergibt die bislang größte Chance in dieser Partie. Jetzt war der LASK der Führung richtig nahe. Zur Mitte gebracht mit der Fußabwehr, die allerdings gar nicht mehr nötig war. Abseits angezeigt vom Schiedsrichterassistenten. Treffer von Burgstaller hätte im Falle das nicht gezählt. Hier zeigt er auf und dann ist er den Hauch vorne, spät aber richtig angezeigt vom Unparteiischen an der Linie. Auf Grotzreck. Das könnte eine Lösung sein. Im 1 gegen 1 über die Seiten. Jetzt kommt Schrammel mit, allerdings umsonst. Grotzreck versucht mit dem Abschluss. Jetzt Schrammel am Ball. Und es gibt zumindest einmal wieder einen Eckball für Rapid nach etwas mehr als 25 Minuten. Da ist er noch einmal, der Mann, der jetzt zur Ecke geklärt hat und vor wenigen Augenblicken die größte Chance bisher in der Partie hatte zum möglichen 1:0 für den LASK. Und jetzt allein gelassen auf der anderen Seite ein Rapidler, nämlich Lukas Grotzurek. Variante bei Rapid, Versammlung am Strafraum, dann werden die Positionen eingenommen, um den Gegner möglichst lange nicht wissen zu lassen, wer in welchen Raum geht, wer zur kurzen Stange, wer zur langen Stange, wer hängend bleibt im Rückraum. Damit kann man schon einmal Verwirrung stiften. Wir wissen ja, dass Barisic zwar der Cheftrainer ist, aber mit Carsten Janka und Thomas Hickersberger, dem Sohn vom Ex-Teamchef, sehr viel Kreativpotenzial hat. So, jetzt einmal Platz für Marcel Sabitzer gegen Klapf. Schauber kämpft sich den Ball, spielt einmal vorerst zurück auf Schrammel. Juric leitet den Entlastungsangriff ein über Fabiano. Aber Trimmel beschwert sich hier, anstatt den Ball nachzugehen, denn der ist immer noch im Spiel. Ja, und jetzt gibt es den Pfiff. Sehr zu seiner Verärgerung, der schon viel früher den Pfiff zu seinen Gunsten gern gehabt hätte. Entrüstung auch im Rapid-Fansektor, der genau in diese Richtung geht. Der Nächste, der hier etwas auf den Kopf bekommen hat, offensichtlich, ist Benjamin Freudenthaler. Schlag auf den Hinterkopf, Freistoß für den LASK aus relativ guter Position. 5-6 Meter neben der Seitenautlinie und vor allem 3-4 Meter von der Torautlinie entfernt. Den kann man schön zum Tor drehen. Das wird auch versucht.
allerdings nicht mit der nötigen Präzision. So, hier noch einmal die größten Chancen in der Partie. Da hätten wir zum einen den Kopfball von Sean-Maurice Barry und dann den Kopfball von Kozurek, pariert von Pavao Pervan. Boskovic. Mit dem Ballfehler kann ihn aber wieder bändigen. Und zurück. Der Schammel bekommt relativ viel Platz auf der linken Seite. Der Stadelbauer mit Rotzurek genug zu tun hat. Kugler lieber nach vorne offensiv arbeiten will, wie auch Freudenthaler auf der anderen Seite, wo er des Öfteren mit Christopher Trimmel zusammentrifft. Eine Stunde gespielt im Stadion der Stadt Linz. Wäre das ein Bundesliga-Duell, man würde von einer ausgeglichenen Partie sprechen. Und es würde vermutlich einem Außenstehenden nicht auffallen, dass hier ein Bundesligist, der dritte der abgelaufenen Saison, gegen einen Regionalligisten spielt, wie wohl der Meister war in der vergangenen Saison 2012-2013. Der LASK hier ebenbürtig. Er hatte vom Gefühl eigentlich schon die besseren Chancen in dieser Partie. Hier der große Abwesende Steffen Hofmann, dem es mit dem Rücken noch nicht funktioniert nach einer verletzungsgeplagten letzten Saison. Von Steffen Hofmann in der letzten Saison vergleichsweise wenige Tore, nur zwei Stück. Für wie gewohnt einiges ist, nämlich 8. Das ist ein guter Wert. Aber er muss wieder zur gewohnten Fitness finden, um Rapid wirklich helfen zu können. Beunruhigt sieht Zoran Barisic noch nicht aus, übermäßig glücklich auch nicht. Lässt sich Burgstaller mal ein bisschen fallen. In der Hoffnung, da ein bisschen besser ins Spiel eingebunden zu sein. Und der LASK steht hier relativ tief mit 1, 2, 3, 4, 5 Mann als Abwehrkette und 3 Mann davor. Am gezeichneten Radovan Vojanovic. Er wird noch viel Eis brauchen nach der heutigen Partie, um seine Schwellung im Gesicht wieder in den Griff zu bekommen. Bei Standards immer mit dabei. Rutschopf auf der rechten Abwehrseite. Dominik Stadelbauer. Auch zuerst direkt versucht hat. Ja, gar nicht schlecht. Geht Jan Novota auf Nummer sicher hier. Fast aus seiner Sicht. Der Ball, der leicht daher geflattert kommt. Daher die einzig richtige Entscheidung vom Rapid-Schlussmann, ihn nicht hinzugreifen, sondern hinzufausten. Und jetzt aus der Distanz, gute Schussmöglichkeit. Und noch abgefälscht der Ball von Sean-Maurice Barry, der immer wieder vorne dabei ist
bei Standardsituationen und hier auch wieder zum Abschluss kommt. Vergessen gewissermaßen hier am 16er Ball noch abgefälscht von Dominik Widra. Und der nächste Eckball. Eckball, wieder getreten von Dominik Stadelbauer. Wir finden nicht immer einen Abnehmer, kommen aber zumindest scharf in die Mitte. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Den 22-jährigen Dominik Stadelbauer, der von den Amateuren in die Kampfmannschaft des LAS kam. Ja, gut gemacht jetzt. Zu weit und jetzt der Ball schon über der Torlinie. Schaltet sich jetzt immer mehr ins Offensivspiel ein. Dann übernimmt Daniel Kugler auf seiner Seite vorübergehend den Part als rechter Verteidiger. Karl Daxbacher, seine zweite Saison beim LASK, hatte auch Angebote aus höheren Sphären, aus der ersten Liga, angeblich auch von der Admira. Interessante Geschichte, dass da einige Spieler im LASK gelandet sind, die Angebote von weiter oben hatten. Und der LASK trotzdem aufgrund vieler Probleme in der Lage war, sie zu halten. So hat man eine gute Mannschaft beisammen, die sicher wieder um den Meistertitel mitspielen wird. Daxbach hat gesagt, hoffentlich wird das heutige Spiel nicht der Höhepunkt der Saison. Wir hätten lieber, dass das entweder das Cupfinale oder die Relegation ist. Novota hat wie schon gegen Paris Saint-Germain eine etwas unangenehme Aufgabe in Hälfte 1. Der Blick teilweise gegen die Sonne, je nachdem wo der Ball herkommt. Er schießt alle Freistöße und alle Ecken momentan beim LASK. Dominik Stadelbauer. Und die nächste Gefahr, super Abwehr von Jan Novota, der wirklich gut reagiert hat. Nächste Großchance für den LASK, der in der letzten Viertelstunde, in den letzten 10 Minuten zumindest hier spielbestimmende Mannschaft ist, immer öfter zu guten Tormöglichkeiten kommt. Hatten wir zwei, unter anderem den Lattenkopfball von Jean-Maurice Barry und jetzt diese vor wenigen Sekunden.
Ja, Schaub gut gemacht. Christopher Trimmel jetzt einmal wieder ein bisschen Platz. Wieder auf Schaub. Jetzt wird schon wieder eng, vor allem im Zentrum. Boskovic kommt den Ball noch einmal. Aber über die Mitte ist das viel zu eng. Da gibt es kein Durchkommen für die Mannschaft aus Hütteldorf, die bisher nur nach Standardsituationen gefährlich war. Nach zwei Eckbällen, den Kopfball von Trimmel und dem Kopfball von Grozurek. Aus dem Spiel ist den Gästen noch nicht wirklich viel gelungen. Gemacht, kommt hier noch einmal an den Ball. Radovan Vujanovic. Erstmal reicht es einfach nur anzudeuten, um am Gegner vorbeizukommen. Mittlerweile geht es nur noch knapp 3 Minuten in dieser ersten Spielhälfte. Fehlpass von Boskovic, ungewohnt vom Routinier. Ja, und noch einmal eine Riesenmöglichkeit. Super Abwehr erneut von Jan Novota. Also der ist hauptverantwortlich dafür, dass der LASK hier noch nicht führt. Super Reingabe auf Vujanovic. Sonnleitner hat sich da überraschen lassen. Hat Vujanovic ein bisschen zu sehr im Rücken und dann kommt er nicht mehr heran. Sein Schlussmann Novota rettet. Von Boskovic. Dibon sucht mit rechts. Trimmel. Jetzt 11 LASK-Spieler im und am eigenen Strafraum. Machen die Räume so eng wie nur irgend möglich. Und jetzt hat sich der Schlussmann Bavaro Pervan einmal ein bisschen verirrt. Da käme er an den Ball heran, dem war nicht so. Ja, da muss der Sechser, da muss Marius Sonnleitner eigentlich viel mehr draus machen nach dieser Unsicherheit beim LASK-Schlussmann. Dahinter Bichler und Beuth, die beiden einzigen, die am Freitag durchgespielt haben. Zocke Barisic hat sich nicht wirklich in die Karten blicken lassen, wohl wissend, dass Karl Dagsbach auf der Tribüne sitzt und sich das anschaut. Er hat die, die heute in der Startformation stehen, maximal je 45 Minuten gesehen. Zu 0, der Pausenstand auf der Google mit den besseren Chancen in Hälfte 1 für die Gastgebermannschaft, für den LASK. Die Offensivleute von Rapid sind noch einiges schuldig geblieben.
viele gute Dinge angedeutet. Am Freitag übermäßig viel war davon noch nicht zu sehen. Immer wieder über die Mitte, dort ist es zu eng, dort macht der LASK dicht. Einzig aus Standardsituationen war Rapid gefährlich in den ersten 45 Minuten und eigentlich müsste nach der Chancenverteilung der LASK hier führen, das wäre gar nicht unverdient. Noch keine Treffer also in diesem Erstrunden ÖFB Samsung Cup Spiel zwischen der Regionalligist LASK Linz und dem Bundesligisten Rapid. Herbert Boraska hat es im Vorfeld ja schon angekündigt, könnte eng werden, der Unterschied nicht so groß. Wurden Sie bestätigt? Wurdest du bestätigt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben also gesehen, dass zwar das Spiel war lange Zeit ziemlich ausgeglichen. Rapid hatte vielleicht etwas mehr vom Spiel, hat auch ein bisschen spielerisch mehr gezeigt. Aber jetzt mit Vordauer des Spiels, muss man sagen, ist der LASK immer stärker geworden, vor allem mit Schüssen aus der Distanz. Und auch die eine andere gefährliche Freistoßaktion war dabei, wo sie einmal sogar die Latte auch getroffen haben, werden wir dann später sehen. Also nach Chancen gesehen, würde ich sagen, könnte der LASK, oder fast müsste ich sagen, müsste schon führen. Rapid hatte nämlich nur eine wirklich sehr gute Torchance. Arbeiten wir diese erste Halbzeit in aller Kürze und Frische auf und haben das Überraschungsmomentum gleich zu Beginn auf Seiten des LASK gefunden. In der 13. Spielminute Sebastian Schröger. Ja, hier sieht man, dass der Rapid verliert im Mittelfeld den Ball. Die Position ist zwar natürlich nicht jetzt unbedingt so, dass man ein Tor machen muss, aber er macht das sehr gut. Er gewinnt hier den Pressball mit Boskovic. Und wirklich viel hat da nicht gefehlt. Ja, und das nächste Überraschungsmomentum haben die Rapidler geliefert, nämlich immer nach Eckbällen. Herbert Boraska hat sofort das Analyse-Momentum auch gesehen. Können wir uns auch anschauen, wie das so abläuft bei einer Ecke? Ja, sehr interessant, nämlich die LASK-Spieler schauen gar nicht auf ihre Gegner, beziehen ihre Position im Strafraum. Die Rapid-Spieler kommen dann von außen und beziehen erst die Position, wenn die Ecke getreten wird. Ist an und für sich eine gute Variante, denn es ist klar, die Verteidiger können sich nicht wirklich einstellen, wo laufen die Rapid-Spieler hin. Meistens ist es ja schon so, dass man schon dort steht. Und aus einer dieser Varianten ist auch schon die einzige Top-Chance für Rapid herausgekommen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Schaut ein bisschen aus wie beim American Football auch mit den strategischen Spielzügen. Und die Chance, die sich daraus ergeben hat, die Herbert schon angesprochen hat, hatte dann Christopher Trimmel. Ja, hier trifft er den Ball nicht wirklich gut, aber er kommt nahezu allein zu diesem Kopfball. Und wir sehen auch hier auf unserer rechten Seite, dass das rechte Eck völlig frei wäre, also wenn er den Ball aufs lange Eck dirigieren kann, dann ist er nicht mehr zu halten. Dann ist der LASK frecher geworden, auch Rapid hatte nicht mehr diese Szenen, um aktiv gefährlich auch zu werden offensiv. Und dann hat die Latte gewackelt durch einen Kopfball von Barry. Wo war hier die Fehlerquelle? Ja, die Fehlerquelle ist ganz einfach, dass die Rapid-Spieler zu lange auf diesen Ball schauen, der natürlich, das ist auch wieder eine Freistoßvariante, der auf die zweite Stange gespielt wird und da haben sie großes Glück, denn der Kopfball ist gut und da haben sie dann Glück, dass der Ball nur an die Latte geht. Aber was wir heute schon gesehen haben, es ist eben noch immer sehr, sehr viel bei Standardsituationen drinnen. Und es waren schon auf beiden Seiten eben gefährliche Aktionen. Auf alle Fälle ist der Jubelschrei dem LASK-Präsidenten. Er ist hier bei uns, ist Peter Michael Reichel da, beinahe schon im Hals stecken geblieben bei diesem Kopfball von Barry. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Auftreten Ihrer Mannschaft hier gegen den Rekordmeister? Ja, wir haben ja schon ein ganzes Jahr hervorragend gespielt und sind am Meister geworden in der Regionalliga. Leider haben wir den Aufstieg dann nicht geschafft, aber die Mannschaft ist ja fast unverändert, noch ein bisschen verstärkt worden und glaube, dass wir gute Chancen haben, auch in der Saison wieder eine Rolle zu spielen. Wir werden gleich noch mehr darüber plaudern, schauen uns aber noch die eine oder andere Szene an, kommen Sie ein bisschen noch vor, dass Sie es auch mitverfolgen können. Ein Grozurek-Kopfball war die nächste Aktion für Rapid wieder. Herbert Boraska mit diesem Trick, nicht mit dem Hüftknick, sondern mit der Ecke. Ja, man hat eben gesehen, dass es dann natürlich schwieriger zu verteidigen ist, weil die Rapid-Spieler eben ihre Position sehr spät einnehmen. Und wenn das dann vom Timing her passt, bevor sie die Positionen haben und der Corner kommt dann schon gut geschossen, dann ist es eben schwierig. Und hier war wieder auf der zweiten Stange Grozurek frei. Allerdings war der Winkel nicht der beste. Also
da hat eben der Lastorhüter dann schon gut gehalten. Ja, zum Schluss nur noch in dieser Endphase Chancen für die Schwarz-Weißen aus Oberösterreich in Minute 34. Ein Schuss von Berre, der zuvor schon beteiligt war an einem gefährlichen Freistoß. Ja, vor allem, das ist jetzt schon, glaube ich, der zweite Schuss eben von Berre, denn vorher war schon eine gute Abwehr von Nowotner. Hier muss man auch sagen, dass der Schuss auch schwierig zu nehmen ist, denn er kommt aus der Drehung und er springt auch einmal vorne auf, aber trotzdem fehlt nicht viel. Ja, die Mannschaft ist stark, also Sie haben schon angesprochen, Peter Michael Reichl. Jetzt geht es in den letzten Tagen sehr oft darum, auch zu hören, wie die Zukunft des LASK aussieht, nachdem man den Aufstieg im Playoff nicht geschafft hat. Es heißt, dass Sie wären bereit, auch den Verein zu übergeben. Es scheint ein Angebot zu geben einer gewissen Gruppe. Was ist denn Stand der Dinge und was haben Sie persönlich vor? Ja, muss man zurückgehen ins Jahr 2008. Also im Wiederaufstieg nach langen, langen Jahren, 2007, 2008. Und beim großen Spiel gegen Real Madrid damals in dieser Phase ist uns klar geworden, dass das so in Linz nicht funktioniert, weil Sponsoren haben sich damals zurückgezogen und haben uns also teilweise im Stich gelassen oder ganz im Stich gelassen. Seit damals verwalte ich sozusagen ein schwieriges Erbe und suche nach Möglichkeiten, das zu lösen. Es gibt jetzt drei Szenarien, die in den nächsten 10 Tagen eintreten werden. Und also noch bevor ich auf Urlaub gehe, am 28. Juli, wird es eine endgültige Entscheidung geben. Und ich werde entweder ganz zurücktreten oder teilweise mich zurückziehen. Das wird also, kommt darauf an, welches Szenario zum Greifen kommt. Sie haben jetzt lange auch kein Interview gegeben, heute erstmals wieder hier bei uns. Warum haben Sie sich auch so zurückgezogen, um diese Eventualitäten abzuwägen? Ja, wir mussten ja genau analysieren, wir brauchen Nachhaltigkeit. Der LASK braucht eine Aufstellung, die gewährleistet, dass in den nächsten 10 Jahren nicht wieder das passiert, was seit 20 Jahren passiert, nämlich dass hier einfach immer wieder Troubles gibt. Wir brauchen ein Team, das sich um den LASK kümmert, dass er mit Sturm, Rapid und Austria um die Plätze spielt. Das erwartet das Publikum, das erwarten die Fans und das müssen wir alle gemeinsam schaffen. Und dazu möchte ich auch meinen Beitrag leisten. Welche Szenarien sind denn nun realistisch? Wie schauen die genau aus? Ja, es gibt also 3 verschiedene Angebote und wir werden das also in den nächsten 10 Tagen endgültig entscheiden. Ob Sie eines annehmen, dieser 3 Angebote, oder definitiv, dass Sie eines dieser 3 annehmen? Na, ich habe mich abgesichert. Es gibt eines, wo eine Option ist, die wir also einlösen können. Und damit das ist auf jeden Fall gesichert, dass in den nächsten 2 Wochen eine neue Aufstellung passiert. Dann werden Sie sich zurückziehen? Das kommt ganz darauf an, wie die Gespräche ausgehen. Inwieweit schmerzt Sie das auch, nachdem Sie jetzt doch lange genug, 12, 13 Jahre beim LASK an vorderster Front gestanden haben? Na, schmerzlich ist, dass ich vor 13 Jahren mit derselben Ambition angetreten bin, wie ich heute hier stehe. Ich war der Meinung, man muss endlich in Linz einen ordentlichen Fußballclub bauen. Und dazu wollte ich Geld einsetzen und Netzwerke knüpfen. Und leider ist es nicht gelungen, das endgültig zustande zu bringen. Speziell 2007, 2008, wie wir wieder aufgestiegen sind und so toll gespielt haben, haben uns eigentlich alle im Stich gelassen. Und so, wenn man es von selbst laufen würde in der Bundesliga, dem ist nicht so. Ohne Hauptsponsor, ohne entsprechende Unterstützung kannst du in Österreich nicht Fußball spielen. In Prozenten gesehen, da sehen Sie sich noch in der Zukunft jetzt als LASK-Präsident oder glauben Sie jetzt eher, dass Sie eine dieser 3 Optionen wahrnehmen und dann tatsächlich nicht mehr auf der Kommandobrücke agieren? Na, ich werde auf keinen Fall der Mann in der vordersten Front sein. Ich werde vielleicht bei einer Lösung das Ganze noch 12 Monate begleiten müssen. Das ist ein Vertragsbestandteil. Oder sonst wird eben eine neue Aufstellung sein, wo ich nur ein Minderheitsaktionär bin. Sportlich haben Sie jetzt noch alles in die Wege geleitet. Auch die Transferzeit ist ja zu Ende. Gibt es noch den einen oder anderen Neuzugang in den nächsten Tagen? Der Trainer hat gesagt, er möchte heute sehen, wie wir gegen eine starke Mannschaft ausschauen. Und dann werden wir morgen die letzten Entscheidungen treffen. Herbert, wie bitter ist es, dass es seit 50 Jahren jetzt zum ersten Mal in Linz keinen Profifußball mehr gibt? Weder Erst- noch Zweite Liga. Ja, ich glaube, das ist immer so. Jeder Traditionsklub und LASK hat natürlich eine große Vergangenheit. Ist es natürlich schade. Die gehören natürlich in den Profifußball. Aber logischerweise, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen zum Großteil fehlen, dann kann das ein Mann in Österreich alleine auch nicht bewerkstelligen. Das ist ganz klar. Aber ich wünsche mir natürlich, dass so ein Club mit einem Stadion, wo alles vorhanden ist, natürlich im Profifußball spielt. Gar keine Frage. Vielleicht sehen Sie heute noch die große Sensation Ihres LASK. Dankeschön, Herbert. In Kürze geht es weiter mit der 2. Halbzeit. Und Michael Bacher, ich wünsche weiterhin gute Unterhaltung. Willkommen zurück im Stadion der Stadt Linz. Zum Erstrundenspiel der beiden Traditionsvereine LASK Linz gegen Rapid Wien, in dem der LASK die besseren Chancen hatte, in Hälfte 1 durchaus als
verdient führende Mannschaft zu bezeichnen. Wäre noch einmal eine der besten Chancen durch Benjamin Freudenthaler. So steht es nach wie vor 0:0. Die Mannschaft von Karl Daxbacher schon seit 3-4 Minuten wieder auf dem Spielfeld versammelt. Sein Coach Zoran Barisic hat sich ein bisschen mehr Zeit genommen in der Kabine, um mit seinen Burschen ins Gericht zu gehen, nachdem er nach dem Testspiel am Freitag gemeint hat, die Mannschaft ist bereit. Eher noch nicht. Steffen Hoch, grün-weiße Elf, sehr, sehr schwer gegen eine zugegeben sehr gute Regionalliga-Mannschaft. Das darf aber keine Ausrede sein für einen Bundesligisten in einer ersten Cup-Runde. Karl Daxbacher hatte noch keinen Grund, Veränderungen vorzunehmen. Noch bei Rapid, wenn ich es richtig gesehen habe, vorerst kein Wechsel. Zoran Barisic lässt sich also noch ein bisschen Zeit. Freudenthaler hier gegen Dominik Widra. Da wird wohl von Schiedsrichter Hakam eine gelbe Karte notiert, nämlich für Dominik Widra. Drei Gelben folgt bekanntlich das erste Spiel Sperre im Cup. Etwas über 6000 Zuschauer auf der Linzer Google. Vielleicht eine Reaktion der Fans, die sich beschwert haben über die aus ihrer Sicht zu hohen Kartenpreise. Peter Michael Reichel hat gesagt, wir haben einen Bundesliga-tauglichen Kader. Da kann man schon noch ein bisschen etwas für ein Ticket für ein solches Spiel verlangen, ob man sich da nicht ein Eigentor geschossen hat. Stehplatz kostet 18 Euro. Ja, mit teureren Karten könnte man natürlich mehr Geld einnehmen. Nicht, wenn dann wesentlich weniger Zuschauer kommen. Zum Ball gekommen, Guido Burgstaller, der heute in Summe bislang nicht seinen besten Tag erwischt hat, jetzt aber den guten Angriff von Rapid einleitet. Und dann bleibt Louis Schaub an Jean-Maurice Berry hängen. Die Hand auf der anderen Seite fordert die Spielverlagerung auf die rechte Seite. Die passiert vorerst nicht. Und dann wieder so ein Pass ins Nirgendwo von Thomas Schramm. Holt zumindest einmal einen Eckball heraus. Wir erinnern uns, dass in Hälfte 1 Rapid ohnehin nur nach Standards gefährlich war. Jetzt gibt es wieder eine solche. Getreten entweder von Widra.
Kamara oder Boskovic in den meisten Fällen. Wenn sich da jetzt auch noch Luschaub dazu gesellt. Das weiß man nicht. Als Abwehrspieler kommt der Ball zum Tor hingedreht oder vom Tor weggedreht. Jetzt die Riesenchance für Rapid. Nachdem Günter Burgstaller nach einer schönen Corner-Variante der Wolle eigentlich abgerissen ist. Damit wird er zur idealen Vorlage für Marcel Sabitzer. Dann wie den jungen Mann, der im Winter von Admira gekommen ist. Nicht Lippen lesen können, um zu wissen, was ihm da über die Lippen gekommen ist. Nächste Standardsituation, diesmal Freistoß. Getreten von Wiedra. Auch der kommt wieder gut. Aber Abseitsposition angezeigt. Treffer von Mario Sonnleitner hätte nicht gezählt. So, ja, noch einmal die Corner-Variante. Der Aufsitzer, der ungewollte. Ja, und aus 4-5 Metern Entfernung muss Marcel Sabitzer hier eigentlich das Tor machen. Der super Reflex reißt hier die Arme auseinander im Stil eines Handballtormanns. Das Einzige, was er in der Situation noch tun kann, Pavao Pervan, und hat das Glück, dass er den Ball genau auf die linke Hand bekommt. Von dort springt er dann an die Latte. Also erstmals auch Riesenglück beim LASK, hier nicht in Rückstand zu geraten. Freudenthaler. Ja, Ball noch im Spiel nach Ansicht der Unparteiischen. Ja, jetzt doch abgepfiffen von Alexander Hacker. Schon wieder aus dem Gefahrbereich. Ball von Grotzurek an Jean-Maurice Barry. Aber Rapid macht definitiv jetzt einen giftigeren, bissigeren, aggressiveren Eindruck als noch über weite Strecken von Spielhälfte 1. Ideenreich ist die Mannschaft nach wie vor nur bei Standards. Gute Möglichkeit für Rapid. Nächster Lattentreffer. Diesmal durch Luischau. Lattenpendler. Nach dem ersten Gefühl vom ersten Mal hinschauen würde ich sagen, Ball war nicht hinter der Linie. Nein, der springt klar davor auf. Zum zweiten Mal Riesenglück ist für den LASK. Ja, da war sogar noch der Fuß eines Gegenspielers dazwischen. Nämlich von Kapitän Mario Hieblinger. Zweite dicke Chance für Rapid. Keine 10 Minuten gespielt in Hälfte 2. Wiedra, und das war die dritte binnen kürzester Zeit. Die hatte Lukas Grotzurek.
Ja, zum zweiten Mal in der heutigen Partie hat sich Pavao Perwan ein bisschen verirrt. Die Nummer 1. Und dann rettet Jean-Maurice Barry auf der Linie. Boskovic. Mal wieder Sonnleitner am Ball. Wechselpass von Schrammel, eine gute Idee. Umsetzung weniger gut. Hier noch einmal die Möglichkeit von Louis Schaub. Da wäre Perwan absolut chancenlos gewesen. Aus rund 15, 16 Metern. Ball hätte genau gepasst. Schnell abgespielter Freistoß vom Lask. Trimmel pinkt den Ball in mehreren Versuchen nicht weg. Wolfgang Klapf. Guck einmal halb links. Freudenthaler Flanke, auch nicht schlecht. Kopfball kam von Fabian. Natürlich auch, wie lange der Lask hier körperlich dagegen halten kann. Die heutige Mannschaft beginnt mit der Meisterschaft erst in 3 Wochen. Hat natürlich auch wesentlich später mit dem Training begonnen als Rapid. Trainingsstart bei den Grün-Weißen Mitte Juni. Die nächste Bundesliga-Runde ja schon am nächsten Wochenende. Müssen die Grün-Weißen in Wörthsee auf dem Platz. Die nächste Chance, die mittlerweile im Abstand von wenigen Minuten kommen, Christopher Trimmel. Kommt wieder relativ frei zum Kopfball. Also bei Standardsituationen nach wie vor die Lask-Hintermannschaft ein bisschen überfordert. Noch zur ersten Meisterschaftsrunde, wie erwähnt, mit WRC zu Gast. Die WRC Amateure spielt
der LASK am 2. August zum Meisterschaftsstart der Regionalliga Mitte. Staller, Glück, dass daraus noch ein Einwurf für die eigene Mannschaft wird. Strimmel. Durch auf Kugler, ein Wurf rapid. Barasic hat gesagt, zu 100% brauchen wir vielleicht noch ein bisschen. Das bestätigt sich heute deutlich. Vor allem was die Kreativität, Ideenreichtum betrifft im Offensivspiel. Rapid noch einiges schuldig geblieben. Zumindest als Standards wurde man in Hälfte 2 wirklich gefährlich. Eins war der LASK die gefährlichere Mannschaft. Das hat sich komplett gedreht in den ersten 15-16 Minuten der zweiten Spielhälfte. Offensive marschiert jetzt auch ein bisschen mehr noch als in Hälfte 1. Savica taucht jetzt ab und zu mal halb links auf, schaut eher halb rechts. Immer zwei Mann beim Eckball. Deutet Schaub wieder an. Ecke kommt wieder von Widra. Geht auf Nummer sicher und spielt den Ball ganz zurück zu seinem Schlussmann Jan Novota. Jetzt einmal der Außenverteidiger Wolfgang Klapf mit vorne. Auch Buric findet vorne keine Anspielstation. Damit der Neuaufbau von ganz hinten.
könnte aus meiner Sicht gegen eine Mannschaft, die körperlich wahrscheinlich noch nicht dort ist, wo Rapid ist, durchaus auch vermehrt Pressing praktizieren. Und den Lask schon hinten in Bedrängnis zu bringen. In der regulären Spielzeit bleiben jedenfalls noch, um diese Partie zu entscheiden und eine Verlängerung zu vermeiden. Deutlich weniger geworden in dieser zweiten Spielhälfte. Man hat den Ball erkämpft, dauert es einfach zu lange, bis ausreichend Spieler die Offensive nachrücken, um dort dann auch eine Chance zu haben gegen die Rapid-Hintermannschaft. Empörung bei Günter Burgstaller. Kapitän Ieblinger fragt ihn, was soll da gewesen sein. Vielleicht der Körperkontakt war da viel zu wenig. Wenn es überhaupt im Strafraum war, nicht eher an der Strafraumgrenze, um einen Elfer hier zu pfeifen. Der Burgstaller hat das ein bisschen heftiger interpretiert oder empfunden in dieser Situation, den Körperkontakt mit Mario Hieblinger. Wieder den Mann mit dem blauen Auge, der so wichtig war für seine Mannschaft in der letzten Saison mit 32 Treffern in der Liga, 4 im Cup. Und auch im Cup-Viertelfinale in Ried seine Mannschaft noch einmal ins Spiel gebracht mit dem Treffer in Minute 94, der dann Marco Meilinger den Siegestreffer für Ried erzielt hat. Nach 105 Spielminuten. Rotzurek jetzt auch mal über rechts. Da tauchen die Spieler von Rapid immer wieder in Positionen auf, wo sie ursprünglich nicht aufgestellt waren. Ball von Hieblinger an Marcel Sabitzer. Gute Freistoßdistanz, knappe 20 Meter. Steffen Hofmann ist nicht da. Seine Persönlichkeit fehlt schon, das sieht man deutlich im Spiel von Rapid. Ebenso wie der langzeitverletzte Deni Allah, der auch noch eine Zeit lang brauchen wird, nach seiner schweren Achillessehnenverletzung wieder einsatzfähig zu sein. Marco Boskovic oder Dominik Widra, der noch etwa 7-8 Meter hinter dem Ball gestanden ist, jetzt aber sich auch in den Strafraum orientiert. Schlecht war er nicht, über die Mauer wäre er gegangen. Falscher Versuch von Branko Boskovic, allerdings nicht präzise genug, um Pavao Pervan zu überraschen. War möglicherweise so geplant, haben wir es gesehen, Sabitzer und Burgstaller bilden eine verlängerte Mauer neben der Mauer des LASK. Dort geht der Ball drüber. Trotzdem kein Problem für Pervan.
Fehler von Günter Burgstaller. Bei ihm frage ich mich ehrlicherweise schon langsam, wann ihn Zuki Barisic vom Feld holt. Viele Ballfehler, viele technische Fehler. Viel zur Offensivpower von Rapid hat auch nicht beigetragen. Lediglich die Riesenchance durch Marcel Sabitzer eingeleitet. Allerdings auch durch einen missglückten Volley aus rund 20 Metern. Also eher zufällig. Schnell abgespielt, Abseitsposition von Burgstaller. Gern würde er wohl mitspielen und seiner Mannschaft helfen. Der langjährige Kapitän von Rapid, Steffen Hofmann. Muss tatenlos mit ansehen, dass seine Mannschaft auch nach über 70 Minuten noch immer keinen Treffer erzielt hat. Wenn man Selbigem in Hälfte 2 schon zweimal sehr, sehr nahe war. Im Gegensatz zur Gastgebermannschaft, zum LASK, der in Hälfte 2 noch überhaupt nicht gefährlich war. Möglicherweise schwinden da langsam aber sicher die Kräfte. Sondleiter, Zweikampfsieger gegen Vujanovic. Für den schnellen Marcel Sabitzer, der versucht es auch gar nicht schlecht aus 20 Metern. War allein auf weiter Flur, kein Rapidler nachgekommen. Der junge Sabitzer, wie gesagt, viel Positionen wechselt, vor allem mit Schaub. Und Lukas Grozurek immer wieder auf einer anderen Position auftauchen als an der Angestanden. Zoran Barisic bereitet jene beiden Spieler vor, die am Freitag gegen Paris Saint-Germain als einzige durchspielen durften, nämlich Harald Pichler und Terence Boyd.
So, jetzt ist es soweit. Terence Boyd kommt für Lukas Grotzurek. Bald Pichler für Dominik Widra. Also da ein Wechsel. Sechser gegen Sechser. Anstelle von Grotzurek kommt Terence Boyd, der also jetzt stürmen soll, mithelfen soll, damit Rapid doch noch das erlösende 1:0 gelingt. Hier haben wir Harald Pichler, der natürlich auch in Frage käme als Innenverteidiger, manchmal aber auch auf der Sechserposition spielt. Einmal so, einmal so, da könnte ja bei Rapid noch Nachschub kommen. Defensiven zentralen Mittelfeld. Erstmals am Ball. Terence Boyd. Der nächste Versuch von Marcel Sabitzer. Rapid-Fans haben mittlerweile die Rapid-Viertelstunde eingeklatscht. 14 Minuten bleiben Zeit, bleiben beiden Mannschaften Zeit, um hier eine Entscheidung vor der regulären Spielzeit herbeizuführen. So, auch der Last wechselt. Es geht Benjamin Freudenthaler. Fein kommt mit der 8. Balakiem Takoniadi. Bei Staatsbürger Togo Österreich, ist in Togo geboren, spielt ja auch im U19-Team, jetzt 20 Jahre jung. Position angezeigt vom Schiedsrichterassistenten. Hier noch einmal die Situation. Entscheidung richtig. Treffer von Ujanovic zählt daher nicht. Hat ja viel Charakter bewiesen, der Topstürmer vom LASK. Sich nachdem er Gehalt nicht mehr ordentlich bekommen hat beim LASK, schon einig mit dem Aufsteiger in die Bundesliga mit Grödig. Dann haben die Fans gesagt, er würde nur nach dem Geld gehen. Das hat er sich zu Herzen genommen und blieb dann doch beim LASK. Also einer, der wirklich zur Mannschaft steht, zum LASK steht, der nach wie vor auf Torjagd geht für den Linzer Traditionsverein. Jetzt geht der Top-Torjäger, der gezeichnete Top-Torjäger mit blauem Auge vom Spielfeld. Radovan Bujanovic, für ihn kommt mit der 19, 24-jährige Stürmer. 2011 von Union St. Florian kam Florian Tempel.
Aufstellung jetzt beim LASK. Der Mann, der jetzt gerade am Ball ist, Daniel Kugler von der rechten Außenbahn auf die linke übersiedelt. Der neue Dakonjadi jetzt auf der rechten Seite. Vielleicht weiß ich, der dort wohler fühlt, vielleicht auch um Rapid noch ein bisschen zu verwirren in den letzten 10 Minuten der regulären Spielzeit. Uischaub. Stahler holt immerhin wieder mal eine Ecke heraus. Natürlich Bichler, Sonnleitner, Trimmel, Dibon. Alle mit vorne in geballter Kraft. Dieses Quartett kommt einer auch zum Kopfball. Und aus der Distanz. Schaub. Guter Schuss, verfehlt aber das Tor von Pavarovia. Sie haben es gesehen, am Linkstrahl rutscht ihm der Ball da doch über den Rist. Vorspiel von Schlammel. Mit dem LASK von der Hälfte zwei selten gewordenen Standardsituationen. Natürlich am Ball der Rutschopf mit der 25 Dominik Stadelbauer. Ja, das ist völlig misslungen und jetzt hat Rapid die Möglichkeit hier für einen guten Konter. 3 gegen 2 jetzt in dieser Situation. Zwei Lasker laufen noch hinterher. Wird das eine gute Chance? Nein. Fabiano. Gab es hier noch? Vermute für Dominik Stadelbauer. Ja, für dieses Foul. Louis Schaub, der den Konter eingeleitet hat von Rapid vor ein, zwei Minuten, aus dem dann nichts wurde. Mehr war da Ludo Burgstaller beteiligt. Wirklich nicht zu nahe treten, hat halt ab und zu mal einen guten und ab und zu mal auch einen weniger guten Tag. Gebracht hat, wie er hofft. Jetzt springt ihm der Ball davon. Kein Foul von Trimmel an Fabiano, der beschwert sich. Sabitzer, der hat sich in Hälfte 2 mehr auf der linken Seite aufgehalten als auf seiner Stammposition der rechten. Dafür Schaub eher auf der rechten Seite.
Etwas Rücklage hatte da Christopher Trimmel. Sonst hat er den Ball nicht so schlecht getroffen. Und die Rapid-Fans haben ihre Freude mit der Mannschaft, auch wenn es auch knapp 5 Minuten vor dem Ende nach wie vor auf der Linzer Kugel nur aus ihrer Sicht 0:0 steht. Staller, der erwischt den Ball noch vor der Seitenautlinie. Guter Einsatz von Branko Boskovic. Flanke zu weit. Gut gemacht von Terence Boyd. Spielt den Ball kurz auf Schaub und dann aus der Distanz. Harald Bichlers Versuch abgeblockt. So, aus Sicht des Schiedsrichters. Korrekter Körpereinsatz gegen Branko Boskovic. Hilfe aus dem Rapid-Sektor, aber die Hintermannschaft der Wiener steht schon wieder gut. Der war nicht schlecht. Die erste gute Gelegenheit für den LASK in Hälfte 2. Der Abschluss kam vom neuen Mann, vom 24-jährigen Mittelstürmer Florian Tempel. Eine zu kurze Kopfballabwehr von Mario Sonnleitner. Allerdings doch einen guten Meter am langen Eck vorbei. Genau das, was der LASK braucht, um wieder munter zu sein, aufgeweckt zu sein für die unmittelbar bevorstehende Verlängerung. Denn wir sind bereits in Minute 89. Terence Boyd entschuldigt sich bei seinen Teamkollegen, nachdem er diese Chance ausgelassen hat. Eine Minute geht es noch in der regulären Spielzeit. 2 gibt es noch obendrauf, macht in Summe 3 Minuten. Ehe wir Gewissheit haben, dass es hier 2x15 Minuten Verlängerung obendrauf gibt. So nicht in den nächsten mittlerweile nur noch 2,5 Minuten doch noch etwas passiert. Die Latte wurde des Öfteren strapaziert. Nachmittag. Tor war der Ball noch nicht. Schaub holt noch einmal einen Eckball heraus. Hat sich dabei offensichtlich ein bisschen wehgetan. Freistoß, Eck.
Eckball, pardon, wieder von Boskovic ein bisschen zu lange. Niklas Kopfball daher ungefährlich. Noch 90 Sekunden, wenn es Schiedsrichter Alexander Hakamp genau nimmt. Bichler. Vermutlich letztes Mal der LASK über Florian Tempel, der den Weg in Richtung Cornerfahne sucht, den Einwurf herausholt, das bringt Zeit. Die letzte Chance hier vielleicht noch herausspielen, da bleibt Rapid keine Zeit mehr, um selbst noch einmal gefährlich zu werden. Lothar den Ball schnell nach vorne bringen, und zwar möglichst weit. Und Hofmann, und die Frage bei der Mannschaft, wird sich bereit, wofür? Denn heute tut sich die... Die reguläre Spielzeit ist um auf der Linzer Google. 0:0 nach wie vor der Stand im Duell der Traditionsclubs. Jetzt wird es natürlich umso gefährlicher für den LASK, der schon in Hälfte 2 wesentlich weniger für die Offensive getan hat als noch in Spielhälfte 1. Womöglich ein Kraftproblem. Rapid wurde in Hälfte 2 wesentlich gefährlicher. Zwei Lattentreffer, Tor wollte keins gelingen, jetzt heißt es Überstunden machen, beziehungsweise eine halbe. Zweimal 15 Minuten gibt es obendrauf. Ja, und in Kürze geht es hier weiter auf der Google. Bleiben Sie dran, bis gleich. Es gibt also einen Nachschlag in diesem Erstrundenspiel des ÖFB Samsung Cups zwischen LASK und dem Rapid, dem Rekordmeister, mit 0:0 geht es also hier in die Verlängerung. Herbert Praska, warum hat Rapid verabsäumt, in dieser zweiten Halbzeit vor allem hier das Spiel zugunsten ihrer Mannschaft zu entscheiden? Ja, wir haben hier einen kurzen Zusammenschnitt jetzt von Szenen, wo Rapid eigentlich dieses Spiel entscheiden hätte können. Ich glaube, nach der Pause hat der Rapid also viel weniger Probleme gehabt. Sie haben eigentlich fast die zweite Halbzeit komplett dominiert. Und leider haben sie aus ihren Chancen eben dann kein Tor gemacht. Jetzt müssen sie in die Verlängerung, wobei ich trotzdem glaube, dass sie ein bisschen den fitteren Eindruck machen. Aber okay, es ist immer dann schwierig in so kurzer Zeit. Rapid hat schon in 6 Tagen das Auftaktspiel in der Bundesliga, müsste auch weiter sein in der Vorbereitung, logischerweise. Der LASK erst in 3 Wochen. Wird das jetzt eine ganz große Rolle spielen in dieser Verlängerung, oder kommt da Zusatzmotivation beim Außenseiter, beim LASK, vermehrt auf? Na gut, man weiß natürlich, der LASK hat jetzt keinen Grund, jetzt wirklich sich müde zu fühlen. Müde sind sie ganz sicher, das ist keine Frage, aber es steht 0:0 und das gibt natürlich manchmal noch Kraft. Die fittere Mannschaft, das hat man, glaube ich, im Finish gesehen, ist auf alle Fälle Rapid in diesem Spiel. Das könnte schon den Ausschlag geben. Man muss eben jetzt schauen, wie sie jetzt ob sie noch einmal zulegen können in der Verlängerung. Also der LASK momentan auf Augenhöhe, noch geht's also hier ein paar Minuten zumindest, noch einmal 30 in dieser Verlängerung, die Ihnen kommentiert wird, weiterhin von Michael Bacher. Ich wünsche weiterhin einen spannenden Fußballnachmittag hier in Linz. Ja, spannend ist es hier auf jeden Fall geblieben. Nach wie vor 0:0. Der Stand. Rapid war nicht in der Lage, diese Partie frühzeitig zu entscheiden.
Peter und Christian haben es gesagt, die Chancen waren durchaus da und Jan Nowota bzw. sein Tor wurden kaum mehr gefährdet in Spiel FC 2. Wir Co-Trainer Thomas Hickersberger gesehen mit einigen Anweisungen noch für seine Mannschaft. Wie viele Kraftreserven haben die Spieler vom LASK? Das ist die große Frage. Steffen Hofmann sehen wir hier noch einmal, neben ihm Samuel Radlinger, den Mann, der erst vor kurzem zu Rapid gestoßen ist, sich erst einfügen muss in die Mannschaft und dann hoffen muss, wenn er voll im Training ist, wenn er auf Augenhöhe ist mit Jan Nowota, aber auch zu einsetzen und zu einer Chance kommt. Die Rapid-Spieler feuern sich noch einmal an. Toki Barisic hat am Freitag gesagt, es ist lieber, die Spieler haben die Fehler heute gemacht, als sie machen sie übermorgen. Das Spiel war phasenweise gut strukturiert, die Marschrichtung stimmt. Man will die schlechten Cup-Erfahrungen vergessen machen. Ja, das gelingt natürlich nur dann, wenn man heute hier den Aufstieg schafft. Ein Ausscheiden, ein frühzeitiges in Runde 1, das wäre fatal in einer Phase, wo man wieder zur Altersstärke zurückfinden will. Zugegeben mit einer sehr, sehr jungen Truppe. Beginn der Verlängerung, Sie haben es wahrscheinlich bemerkt, wurde noch einmal gelost. Noch einmal gab es die Platzwahl. Daher spielt Rapid jetzt in die Richtung weiter, in der man auch in der zweiten Spielhälfte gespielt hat. Aus ihrer Sicht von links nach rechts. Beuth, weil er blind spielen wollte zu seinem Mitspieler, der allerdings nicht angekommen ist. Jetzt einmal Ballglück. Guido Burgstaller. War da glücklich. Der erste Haken war gut, da hat er schon ein bisschen Glück. Der zweite Haken ist dann gut, der Abschluss allerdings weniger. Nächste Möglichkeit für Rapid in Minute 93.
Glück, der Querpass von Burgstaller kommt dennoch an. Zu Louis Schaub. Jetzt der furchtbar schlechte Pass von Branko Boskovic. Also viele Fehler bei Rapid. Wenn die Mannschaft die Partie dann in der zweiten Hälfte besser in den Griff bekommen hat. Es ist noch bei weitem nicht das Gesicht, das die Mannschaft zeigen will in der neuen Saison. Von Fabiano und auch Tempel, der so in der Halbdistanz steht. Alle Last-Spieler am eigenen Strafraum stehen nach wie vor tief. Das wird sich nicht mehr ändern, vermutlich, wenn die Kräfte mehr und mehr schwinden beim Regionalligisten. Nachdem Widra nicht mehr auf dem Platz ist, schießt jetzt Marcel Sabitzer die Ecken von links. Pfiff von Schiedsrichter Hakam, allerdings nicht den Elfmeterpfiff, sondern den Pfiff nach einer von ihm gesehenen Schwalbe von Guido Burgstaller, der das anders sieht, die Hände zusammenschlägt und es nicht fassen kann, nachdem er auch noch Geld gesehen hat. Sehr schwierig zu sehen, ob da ein Kontakt vorhanden war. Er ist jedenfalls fassungslos und kann nur den Kopf schütteln. Schiedsrichter Hakam stand allerdings ganz gut, nämlich relativ präzise 7-8 Meter dahinter. Also da wird Schiedsrichter Hakam wohl die richtige Entscheidung getroffen haben. In dieser Zeitlupeneinstellung eher danach ausgesehen, als wäre Burgstaller hier nicht gegen den Regeln gestoppt worden. Aber mittlerweile ein Wechsel bei Rapid. Brian Behrendt im Spiel für Branko Boskovic. Brian Behrendt, der Deutsche, 21 Jahre alt, einer der Neuzugänge, wurde von Horn zurückgeholt, wenn er im Frühjahr verliehen war. Hat regelmäßig Innenverteidigung gespielt in der Vorbereitung bei Rapid, eher auf der Sechserposition. Dort spielt er auch heute jetzt Seite an Seite mit Harald Pichler. Versucht's aus relativ großer Distanz. Erste Wiederholungen zeigen, wie deutlich oder knapp dieser Ball vorbei war. Sehr, sehr gefährlich, der erste Versuch vom 21-jährigen Brian Behrendt. Ja,
Günter Burgstaller hat hier wohl den Kontakt gesucht mit dem Gegenspieler. Fällt dann leicht. Dichter Hakam ist nicht darauf hereingefallen, hat gelb gezuckt für den Rapid-Offensivmann. Da ist er wieder, Günter Burgstaller. Der jetzt einmal Platz hat. Rechts läuft noch Blüschaub mit. Er zieht dann nach innen, um mit seinem besseren linken Fuß abschließen zu können. Dort warten allerdings schon zwei Abwehrspieler, die den Ball dann abblocken. Apropos Rapid-Offensive, Terence Boyd kam für Grozurek. Die beiden anderen der drei möglichen Wechsel. Zwei Sechser für zwei Sechser. Vitra und Boskovic raus. Bichler und Behrendt rein. Zucki Barisic hätte auch gar keinen Offensivmann mehr auf der Bank gehabt. Jetzt sitzt nur noch Ersatztormann Samuel Radlinger und Verteidiger Lukas Denner. Und natürlich Steffen Hofmann, der allerdings wegen seiner Rückenbeschwerden nicht einsatzfähig ist. Übergewicht von Grün-Weiß auch nach über 100 Spielminuten nach wie vor deutlich zu erkennen. Das Spiel hat sich spätestens nach der Pause, nach 45 Minuten, deutlich gewandelt zugunsten der Gäste. Wieder durch die Mitte, viel zu eng. Immer wieder die gleiche Geschichte. Da stehen die Abwehrreihen des LASK sehr, sehr dicht. In der Mitte gibt es praktisch kein Durchkommen für Rapid am heutigen Nachmittag. Mit einer einzigen Ausnahme, dem Lattenschuss von Louis Schaub. Viermal haben die beiden Mannschaften bisher im Cup gegeneinander gespielt. Dreimal siegte Rapid. Im letzten Aufeinandertreffen, das war 1999, der LASK. 2:0 im Semifinale in Wien. Wenig später verlor die Truppe aus Linz dann das Finale gegen Sturm. Erst nach Elfmeterschießen, da war man sehr, sehr knapp dran am zweiten Cupsieg. Einmal gewann man den Bewerber schon, das liegt allerdings schon lange zurück. So
Saison 64-65. Perret. Ja, und jetzt aus der Distanz Guter Burgstaller. Der Mann, der mir heute nicht wirklich gefallen hat, über die gesamte Spielzeit wenig Produktives leisten konnte, macht hier beinahe den Führungstreffer für Rapid. Verhindert einen super Reflex von Pavao Perla. Abgeblockter Schuss von Terence Boyd. Dann zum Glück für Perman relativ zentral aufs Tor der Arteschuss von Guter Burgstaller. So, die ersten 15 Minuten der Verlängerung sind beinahe um, 105 Minuten fast gespielt. Die ersten Krämpfe betreffen fast wie erwartet den LASK. Jetzt geht es wirklich an die letzte Substanz, an die letzten verbliebenen Kräfte. Und einmal könnte Karl Daxbacher noch wechseln, holt sich auch schon einen Ersatzspieler zu sich. Es laufen die letzten Sekunden in dieser ersten Hälfte der Verlängerung. Rapid war vor kurzem dem Führungstreffer einmal mehr nahe. Aber es steht noch immer 0:0. Urschaub zieht wieder in Arjen Robben-Manier mit seinem linken Fuß nach innen, um dort zum Abschluss zu kommen. Jetzt ist auch das, wenn Sie so wollen, dritte Viertel dieser Partie torlos beendet. Christopher Dibon treibt die Mannschaft noch einmal an, feuert seine Mitspieler an, motiviert seine Kollegen. Aber ich muss ehrlich sagen, in diesen ersten 15 Minuten der Verlängerung hat mir Rapid nicht wirklich den Eindruck gemacht, als würde man, auch wenn man jetzt die klar spielbestimmende und überlegene Mannschaft ist, als wollte man mit allerletztem Nachdruck hier das Glücksspiel Elfmeterschießen vermeiden. Also da müsste aus meiner Sicht doch ein bisschen mehr kommen gegen einen Regionalligisten, bei dem sich mehr und mehr zeigt und bewahrheitet, dass man noch nicht lange in der Vorbereitung steckt, noch viel Zeit vergeht bis zum Meisterschaftsbeginn. Man jetzt wohl an den letzten noch vorhandenen Kräften zehren muss. So, der letzte Wechsel für heute ist vollzogen mit Nummer 20 beim LASK jetzt im Spiel. Ernst Öbster, weiterer Neuzugang, er kommt für Daniel Kogler ins Spiel. Öbster kam ja von Grödig, hat dort 32 Mal gespielt, 5 Treffer erzielt. Trotzdem wollte man ihn dort aus nicht bekannten Gründen nicht mehr, weil er noch Trainingsrückstand hat, heute nur als Joker. Immerhin schon 60 Bundesliga-Einsätze auf dem Buckel für Salzburg und Innsbruck. Vielleicht kann er dem ein bisschen eingeschlafenen Offensivspiel des LASK noch einmal ein bisschen Frische verleihen. Es laufen die wirklich letzten 15 Minuten im Stadion der Stadt Linz. Sollten auch die torlos verstreichen, dann gibt es
ein Elfmeterschießen. Standardsituationen, Freistöße, Eckbälle. Das vielleicht die letzten Möglichkeiten für müde wirkende LASK-Spieler, hier noch zu einem Torerfolg zu kommen. Protagonist Nummer 1 nach wie vor Dominik Stadelbauer. Ja, gut, den Ball mit dem Körper abgedeckt von Marcel Sabitzer. Kopfballsieger Terence Boyd. Pichler einmal als rechter Flügel gegen den neuen Mann, gegen Ernst Öbster. Kommt auch vorbei. Burgstaller, dem springt der Ball wieder zu hoch weg. Nächster Fehler. Muss man auch nicht allzu viel sagen. Rasen sieht zumindest aus der Ferne gut aus auf der Linzer Kugel. Aber nach 108 gespielten Spielminuten natürlich auch die Rapidler schon ein bisschen müde, obwohl vermutlich bereits nicht so müde wie der LASK. Gut gemacht. Sean Maurice Berry. Gestaffelten Abwehrkette des LASK. Vor allem, wie erwähnt, im Zentrum sehr, sehr gut stehen. Mittlerweile schon fast 110 Spielminuten lang. Wieder ein Bein dazwischen.
einem Lastspieler, der wieder ein paar Sekunden liegen bleibt, um zu verschnaufen, in diesem Fall Kapitän Mario Hieblinger. Die letzten Minuten besonders wehtun. 36 Jahre alt bereits der LASK-Kapitän. Staller einmal Sieger im 1 gegen 1. Variante gewählt von Malakiem Takoniani. Richtung mögliches Elfmeterschießen wäre er natürlich gerne auf dem Platz. Der Routinier, der Elferschütze Steffen Hofmann, kann seiner Mannschaft nicht helfen, außer Mut zusprechen. Muss hoffen, dass seine Kollegen alles richtig machen, damit er in der möglichen zweiten Cup-Runde dann noch die Gelegenheit bekommt, auch Cup zu spielen in der Saison 2013/2014. War nicht schlecht, gut aufgepasst vom aufmerksamen Abwehrchef Mario Hieblinger. Jetzt immer öfter Oberkörper nach vorne beugt, verschnauft. Ja, so wie es aussieht, ziemlich kaputt, aber noch immer konzentriert genug, um dieser zweiten Hälfte der Verlängerung keine Torchance von Rapid zuzulassen. Voll an Mario Buric, kroatischen Neuzugang beim LASK. Der nutzt natürlich gleich die Gelegenheit, noch ein paar Sekunden Zeit zu schinden. Hier den Zweikampf gegen Sonnleitner gewinnt, dann von selbigem gefault wird. Nur noch etwas mehr als 5 Minuten sind zu spielen, dann muss er auf die Routine jener Burschen vertrauen, die dann zum Elferschießen antreten werden. Langsam muss er sich damit auseinandersetzen, wie auch Karl Taxbacher, der noch fit genug ist und vor allem geistig noch frisch genug ist, um die Konzentration aufzubringen, die nötig ist, um Elfmeter zu verwandeln. LASK
ist in dieser Phase körperlich nicht mehr in der Lage, offensiv noch die nötigen Akzente zu setzen. Vielleicht strafen sie mich jetzt lügen. Pitt war spielerisch nicht in der Lage, über weite Strecken der Partie Torchancen herauszuspielen. Die meisten nach Standardsituationen. Wenig zusammenhängende Aktionen. Zusammenhängende Aktionen schon, aber nicht solche, die eben zu wirklich guten Torchancen geführt haben bei Grün-Weiß. Daher muss man möglicherweise in Kürze die Nerven strapazieren auf beiden Seiten. Behrendt. Bleibt noch einmal hängen. Ein bisschen Entlastung für den Lask. Aber der Fehler. Und Fabiano. Harald Pichler noch einmal aus der Distanz. Der war sehr gut. Mit Effet. Ball hat sich gefährlich gesenkt. Der Innenseite und da muss Pavao Pervan noch einmal eingreifen in der 117. Spielminute. Burgstaller auf Lüscher. Also noch einmal Kurzpassspiel. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, das ist alles andere als sein Tag. Die Geste, die Miene sagt eigentlich alles beim Rapid-Offensivmann. Hier noch einmal der Schuss aus gut 25 Metern, der sich möglicherweise an die oder unter die Latte gesenkt hätte. Hier noch einmal mit einer super Reaktion. Pavao Pervan, 25-jährige Schlussmann vom Laslinsk. Sich noch einmal fest am gegnerischen Strafraum. Anruf für Rapid, Louis Schaub. Gerade noch rechtzeitig der Hilferuf eines Kollegen, dass da von hinten ein Gegenspieler heranstürmt. Jetzt eigentlich nur mehr bemüht, ohne Gegentreffer über die Runden zu kommen. Eine Chance noch, vielleicht die letzte für Guido Burgstaller in der 120. Spielminute. Startet hier deutlich hinter der Abwehrreihe, aber dann kommt er nicht mehr sauber genug an den Ball heran, um hier gut abzuschließen. Gegen Sean Maurice Barry. Oder nicht sagen, geschlafen hat, aber einfach ein bisschen zu spät gekommen ist, um Burgstaller am Torschuss zu hindern. Jetzt ist es Gewissheit, das Glück oder bessere Nerven werden hier über den Aufstieg in Cup-Runde
2 entscheiden. Die LASK-Fans können zufrieden sein. Ihre Mannschaft hat in Hälfte 1 das Spiel sogar bestimmt bis zu einem gewissen Grad bzw. die besseren Chancen herausgespielt. In Hälfte 2 hat sich dann die Müdigkeit langsam aber sicher bemerkbar gemacht. Aber sie sind bis ins Elfmeterschießen gekommen. Dass es in Kürze gibt, bleiben Sie dran. Bis gleich. Spielfeld waren wie gewohnt im Mittelkreis und dann geht's los mit der Entscheidung im Elfmeterschießen. Schafft der LASK die Sensation und wartet damit noch heuer die Chance weit zu kommen oder wählt er die Oberhand. Jan Nowota hält damit die Chance am Leben, dass Rapid endlich wieder mal den Cup gewinnt. 14 Mal ist das Jahr gelungen. Damit ist Rapid die zweitstärkste Kraft im ÖFB-Cup nach Rekordsieger Austria, die im letzten Finale allerdings eine bittere Niederlage, wie Sie wissen, gegen Pasching einstecken musste. Schießen. Es macht auch auf jeden Fall Sinn, vorne wegzuschießen. Sind die Nerven dann im Normalfall nicht ganz so strapaziert, sofern es gelingt, auch tormäßig vorzulegen. In einer Partie, in der bislang keine Tore gefallen sind, beginnt Wolfgang Klapf, der linke Verteidiger. 34-jähriger Routinier und er trifft souverän. Und bringt den LASK mit 1:0 in Führung. Wild herumgefuchtelt hier von Jan Nowota, aber zu präzise, zu scharf in die obere linke Ecke geschossen von Wolfgang Klapf. Ja.
Torhüterschütze bei Rapid ist Behrendt, der spät gekommen ist. Und er trifft auf andere Art und Weise, flach ins linke Eck, aber ähnlich souverän wie sein Vorgänger. Scharf, präzise, neben die Stange, nichts zu halten für Pavao Pervan. Ebenfalls einer, der erst im Verlauf der Partie gekommen ist, der erst 20-jährige Valakien Takoniadi. 1:1 der Stand in diesem Elferschießen. Jetzt muss er Nerven bewahren und trifft ganz souverän, wartet, wieder sehr gute Elferschützen gerne machen, bis sich Jan Novota bewegt. Das tut er hier und dann wählt er das andere Eck, da muss der Ball dann auch nicht mehr präzise sein. 2:1 für den LASK. Und der nächste Verteidiger kommt, nämlich Thomas Schrammel. Also Rapid in der unangenehmen Situation, jetzt immer hinterher schießen zu müssen. Und auch Schrammel trifft, auch wenn Pervan hier die richtige Ecke erraten hat. Auch sein Elfer zu scharf, zu präzise. Und der Jubel von seinen Teamkollegen. Nächster eingewechselter Spieler beim LASK, Florian Tempel. Das sind natürlich die, die noch ein bisschen frischer sind als so mancher andere. Und auch er lässt sich eine lange Zeit, wartet, bis sich Novota bewegt. Schiebt den Ball dann gar nicht scharf am Rapid-Schlussmann vorbei ins Tor. Harald Pichler wird der Nächste sein. Nächster Einwechselspieler, der hier zum Elfer antritt und auch er trifft. Nach wie vor makellos die Elferschützen hier nach 120 kraftraubenden Minuten. War schon ein bisschen dichter dran. Da war auch Pervan, auch sein Elfer immer noch gut genug geschossen. Dominik Stadelbauer, der Mann für die Standards, wie sich im Verlauf der letzten 120 Minuten herausgestellt hat beim LASK, tritt als Vierter an. 4:3 für den LASK. Wir haben gute Nerven, die Burschen. Die Peter Michael Reichl als Bundesliga-taugliche Truppe bezeichnet hat. Oh, Terence Boyd kommt. Also da wird vor allem den Spielern, die noch nicht die ganze Spielzeit absolviert haben, heute das Vertrauen geschenkt. Und auch Boyd trifft mit Brachialgewalt. Eine andere, aber auch erfolgsbringende Methode vom US-Amerikaner. John Maurice Barry, der vorerst Letzte beim LASK. Der US-Boy, der die erste Riesenchance hatte. Hälfte 1 mit seinem Lattenkopfball. Jetzt muss er verwandeln. Und auch er tut das relativ locker. Sieht sehr einfach aus. Ist es aber nicht nach 120 Spielminuten. Er war so lange auf dem Platz. Ja, und jetzt lastet sehr viel Verantwortung auf dem anderen 24er, auf Marcel Sabitzer. Er muss jetzt treffen, um die Chance von Rapid auf die zweite Runde am Leben zu lassen. Und er vergibt. Pavao Pervan hält den letzten Elfmeter eines Rapid-Spielers.
Er ist damit der große Held des heutigen Nachmittags und er der bemitleidenswerte Verlierer. Marcel Sabitzer scheitert als letzter Schütze, nachdem vor ihm alle neun getroffen haben. Und damit ist die Chance Rapids auf den 15. Cupsieg in der Clubgeschichte bereits nach Runde 1 vorbei. Und der LASK ist sensationell eine Runde weiter. Scheiterte Rapid zum letzten Mal in Runde 1, damals auch nach Elfmeterschießen gegen die Vienna, die damals ebenfalls in der Regionalliga dabei war. Ja, der LASK darf weiter träumen von einem zweiten Cupsieg. Das ist das große Ziel, das Finale zu erreichen und natürlich nach der klaren Relegationsniederlage gegen Liefering eben dort wieder hinzukommen und dann im zweiten Versuch auch den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse zu schaffen, in die erste Liga. Aber jetzt wird erst einmal ausgiebig gefeiert beim Linzer Traditionsclub, nachdem die Hürde Rapid genommen wurde. Es gibt nichtsdestotrotz Applaus von den Rapid-Rängen für die Mannschaft, die heute als Verlierer vom Platz muss, als doch klarer Favorit. Er wird den heutigen Tag so bald nicht vergessen, sollte ihn aber möglichst bald aus seinem Kopf streichen, Marcel Sabitzer. Fußballnachmittag, der lange spannend war, in dem dieser eine vergebene Elfmeter, da macht sich Berwan extrem lang, hat die Ecke erraten und mit den Fingerspitzen lenkt er den Ball an die Stange und macht damit die Sensation für den LASK möglich. Nach 120 durchaus spannenden, aber torlosen Minuten auf der Linzer Kugel. Die Freude beim Regionalligisten kennt keine Grenzen mehr. Bei Rapid ist er gestrichen, der 18. Mai 2014 im Kalender. Beim LASK kann er drinnen bleiben, der mögliche Finaltag in Klagenfurt in der Saison 2013-2014 des ÖFB Samsung Cups. Das war's von mir, denn Christian hat schon die Sieger des heutigen Nachmittags bei sich. Dindi, du bist dran. Strahlende Gesichter natürlich schon von Seiten des LASK hier bei mir. Zum einen der erfolgreiche Torhüter Berwan, der den letzten gehalten hat. Wir werden gleich das Ganze noch einmal auch innen vor Augen halten. Und Gratulation auch natürlich an Trainer Karl Dachsbacher. Mit Ihnen möchte ich beginnen. Sie haben etwas geträumt von dieser Sensation. Wie schaut denn aufgrund dieser 120 Minuten plus Elfmeterschießen Ihre Bilanz heute aus? In erster Linie war es eine körperliche Gewaltleistung meiner Mannschaft. Man hat ja gesehen, dass wir konditionell nicht auf den Stand sind, auf den wir sein sollten. Zwei Wochen Training davon waren einige Spieler krank. Also es waren circa 3 bis 4 Spieler, die schon raus wollten wegen Krämpfe. Trotzdem sind es gelaufen, was gegangen ist. Dann ist uns noch ein bisschen das Glück zur Seite gestanden bei den Stangenschüssen. Aber mit dieser Leistung, muss man sagen, Hochachtung und dann verdient man sich natürlich irgendwo dann auch. Wir werden gleich auch Ihren entscheidenden Elfmeter uns noch einmal anschauen. Aber Herr Babraska, welchen Anteil hatte denn auch der Torhüter hier aufgrund der vorangegangenen Minuten vor dem Elferschießen an diesem 0:0 bis dahin?
Naja, er hat natürlich einen großen gehabt, weil er viele Bälle erstens einmal sicher gehalten hat. Manchmal war auch vielleicht ein bisschen ein Glück, dass ein guter Schuss zentral auf ihn gekommen ist. Aber das brauchst du als Torhüter natürlich. Und in Elfmeterschießen, muss man sagen, hat er eigentlich jeden Elfmeter erraten. Aber die ersten vier waren eben trotzdem sehr gut ins Eck geschossen. Und den fünften hat er dann gehalten. So ist es eben, ein Torhüter muss auch einmal der Held sein und nicht immer nur die Stürmer. Wir schauen uns dieses Elfmeterschießen noch einmal an, was die LASK-Torschützen betrifft. Da hat ja begonnen Wolfgang Klapf, der hat verwandelt zum 1:0. Dann hat der eingewechselte Takonadi wieder vorlegen können. Der LASK hat ja begonnen in diesem Elfmeterschießen. Florian Tempel, ebenfalls einer, der im Laufe des Spiels gekommen ist. Zum 3:2. Dominik Stadelbauer, der Mann für die Standards im Laufe des Spiels, dann mit dem 4:3. Und Barry noch mit dem 5:4, der nächste. Und jetzt wollen wir uns natürlich diesen Höhepunkt anschauen, Pavao Pervan. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Es war der letzte Elfmeter. Es war noch die letzte Möglichkeit, bevor es dann noch im Shutout weitergeht. Haben Sie gewusst, wo er hinschießt? Geahnt? Mal irgendwo ihm zugesehen? Gewusst habe ich es nicht. Ich habe mich einfach darauf verlassen, dass er in die Ecke schießt, wo ich hinspringe. Natürlich versuchst du als Torhüter den Spieler zu lesen, aber es ist natürlich sehr schwer und da gehört ganz einfach Glück dazu, das muss man sagen. Und das war heute auf meiner Seite und ich bin wirklich froh. Geben Sie uns einen kurzen Eindruck in Ihre Gefühlswelt, was da passiert ist, als Sie gesehen haben, das Spiel ist jetzt entschieden mit dieser Aktion. Ja, man ist natürlich überglücklich, man kann es nicht fassen. Man fühlt sich natürlich auch als Held, obwohl ich sicher nicht der Einzige bin auf dem Platz. Da gehören auch 11 andere oder 16 andere dazu. Und ja, es ist natürlich toll für die Stadt und für die Fans. Und das haben wir uns einfach verdient. Wir wollten es unbedingt und es ist uns gelungen. Gratulation dem Torhüter. Sie müssen natürlich auch dann zu den Fans noch, die wollen Sie noch sehen. Wir versuchen noch mit Karl Dachsbacher ein paar Gründe zu finden, warum Rapid denn ihre Mannschaft heute nicht hat aufmachen können. Ja, wir haben schon im ganzen Frühjahr sehr, sehr wenig Gegentreffer bekommen in der Meisterschaft. Das war Schlüssel zur Meisterschaft eigentlich, obwohl wir sehr viele Tore normalerweise schießen auch. Und die Abwehr ist hervorragend gestanden, vor allem die zwei Innenverteidiger, Hieblinger und Jean Perry, haben einen großen Tag erwischt. Also die waren wirklich ganz stark. Nach schwächerem Beginn sind wir auch besser ins Spiel gekommen und haben zur Mitte oder Ende der ersten Halbzeit eigentlich mehr vom Spiel gehabt und waren dem Führungstreffer vielleicht sogar näher. Nur die zweite Halbzeit hat eindeutig Rapid gehört und da haben wir das Glück gehabt, das wir gebraucht haben heute. Herbert, war es vielleicht doch ein Fehler von seitens Rapid am Freitag, also zwei Tage zuvor gegen Paris Saint-Germain zu spielen, gestern den Tag der offenen Tür zu gestalten? Nein, ich glaube, das wäre ganz einfach eine zu billige Ausrede. Ich glaube, Rapid hat ja gezeigt, speziell in der zweiten Halbzeit, wo sie eigentlich dominiert haben und gute Chancen gehabt haben, dass sie körperlich in Ordnung sind. Also ich glaube nicht, dass es jetzt das Spiel war, sondern es war ganz einfach auch die gute Leistung von LASK. So wie der Kalle gesagt hat, dass sie eben super verteidigt haben in den Phasen, wo es schwierig war. In der ersten Halbzeit hätten sie eigentlich in Führung gehen müssen. Da hatten sie die besseren Chancen. So war es über 90 Minuten einmal ausgeglichen. Okay, und in der Verlängerung ist natürlich immer schwierig. Da ist man schon ein bisschen müde. Und da, glaube ich, war auch der Laster am froh, ins Elfmeterschießen gekommen zu sein. Denn da liegt dann die Chance natürlich am größten, dass man dieses Spiel dann für sich entscheidet. Ja, und der LASK jetzt, Fragezeichen auf den Spuren des Titelverteidigers aus Pasching, die ja Zweiter waren hinter ihrer Mannschaft in der letzten Regionalliga mit der Saison. Das ist ein sehr weiter Weg, das wissen wir eh. Aber wir sehen wirklich, dass die zwei Mannschaften in der Liga sehr stark sind. Das ist immerhin nur die Regionalliga. Also haben auch im Vorjahr einige Regionalliga-Mitte-Mannschaften Bundesligisten rausgeschmissen, Austria Klagenfurt, Villach. Und das zeigt schon, dass voriges Jahr und ich denke auch heuer eine sehr starke Regionalliga-Mitte da ist. Und das haben wir heute wieder bewiesen. Gratulation noch einmal. Vielleicht gibt es auch noch die Gratulation, sofern es noch nicht passiert ist. In der Eile des Gefechts, Sitzer des Gefechts. Gratulation noch einmal zum Aufstieg, Soran Barasic. Ja, in der ersten Runde jetzt hier in Linz liegen geblieben im Elfmeterschießen. Ist natürlich doppelt bitter, weil es so eine enge Entscheidung war. Warum hat Ihre Mannschaft dann, vor allem in dieser starken zweiten Halbzeit, die Ihre Mannschaft abgeliefert hat, hier nicht das Erfolgserlebnis erzielen können? Ganz einfach deshalb, weil wir die Torschancen, die wir gehabt haben,
einfach nicht reingemacht haben. Und das ist das Einzige, was ich meiner Mannschaft vorzuwerfen habe. Wir haben genug Torchancen gehabt, um Tore zu erzielen. Und das ist uns leider nicht gelungen. Der Lasko hat tapfer verteidigt und hat fürs Spiel nach vorne überhaupt nichts getan. Außer in der ersten Halbzeit phasenweise, wo es diese Corner-Serie gegeben hat. Aber ansonsten habe ich überhaupt nichts gesehen, beziehungsweise wir haben nichts zugelassen. Und auf der anderen Seite ja, war es so, dass wir aus diesen Vielzahl an Torchancen einfach das eine oder andere Tor erzielen. Und das ist uns aber leider nicht gelungen. Sie haben oft genug im Vorfeld gewarnt, hier den LASK nicht zu unterschätzen. Man hatte auch das Gefühl, dass das nicht passiert aus Sicht Ihrer Spieler. War es einfach dieses ein oder andere Schlüsselmomentum, das gefehlt hat, um heute initiativer zu agieren? Ja, wir haben ja agiert. Wir waren ja in Initiativ ständig. Und wie gesagt, wir haben ja genug Tormöglichkeiten gehabt. Aber es wollte nicht sein. 5 cm links, rechts oder runter und wir gehen in Führung, der LASK muss etwas aufmachen. Unser Spiel wird dadurch etwas leichter, wenn wir Räume vorfinden, Spiel nach vorne. Es ist uns leider nicht geglückt. Und wir sehen auch noch einmal die guten Tormöglichkeiten von Ihrer Mannschaft, vor allem in dieser zweiten Halbzeit. Ja, wie gesagt, ich habe meiner Mannschaft überhaupt nichts vorzuwerfen. Sie hat versucht, gut zu spielen, gut zu kombinieren. Waren auch physisch gut beieinander. Wie gesagt, die Torchancen, die wir gehabt haben, die müssen einfach sitzen. Herbert, was war das Problem aus Sicht von Rapid, hier heute nicht diesen Treffer zu erzielen, außer die paar Zentimeter, die da bei den Lattenschüssen auch gefehlt haben oder Kopfbällen? Ja, ich glaube, er hat alles gesagt. Ja, das ist die richtige Analyse. Rapid war speziell in der zweiten Halbzeit hoch überlegen und hat die Torchancen vorgefunden. Und es ist genauso, wie er sagt, wenn du in dieser Phase das 1:0 machst, dann wird alles einfacher, weil der Gegner, der sowieso schon ein bisschen müde ist, muss dann natürlich versuchen oder versucht logischerweise dann den Ausgleich zu schießen, spielt auch viel offener, ist dann nicht mehr vielleicht hinten so gut postiert. Und dann kannst du mit den Kontern weitere Tore erzielen. Nachdem das nicht passiert ist, ist es wie so oft. Dann kommst du in eine Verlängerung, wo LASK sich gut verteidigt und dann ihre Chance im Elfmeterschießen sucht und letztlich auch dann findet. Welche Erkenntnisse nehmen Sie jetzt persönlich mit? In 6 Tagen geht's los, die Bundesliga, erste Partie für diesen Auftakt? Ja, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, es klingt jetzt blöd, weil wir jetzt im Cup ausgeschieden sind. Also wir haben anscheinend mit dem Cup nicht sehr gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Meisterschaft, auf die erste Runde. Aber wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen. Es war ja nicht heute so, dass wir verdient ausgeschieden sind, sondern wie gesagt, wir haben heute nicht das Glück auf unserer Seite gehabt, aber im Laufe einer Saison wird sich hoffentlich alles drehen. Wir wünschen alles Gute für den Auftakt der neuen Saison, dann zumindest in der Meisterschaft. Dankeschön, Zoran Barasic. Dankeschön, Herbert Prohaska, wie immer für die messerscharfen Analysen. Ja, um 19.55 Uhr gibt es natürlich wie gewohnt den Sporttag zusammengefasst im Überblick. Und von unserer Seite aus verabschieden uns wir aus dem Linzer Stadion. Der LASK eliminiert also im Elferschießen Rapid. Auf Wiederschauen von meiner Seite, Herbert Prohaska. Meint? Ja, ich meine, ich wünsche allen eine gute Nacht. Herzlich willkommen im Wiener Annaby-Stadion in Hütteldorf zum freundschaftlichen Aufeinandertreffen zwischen dem österreichischen Fußballrekordmeister Rapid und dem aktuellen französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain mit einer Startruppe, allerdings natürlich ohne Zlatan Ibrahimovic. Und es ist das dritte Aufeinandertreffen in der Geschichte beider Mannschaften. Rapid gegen Paris Saint-Germain, Zoran Barisic hat natürlich als Rapid-Trainer, nehme ich an, mit so einem Gegner eine große Freude als Vorbereitungsmensch. Ja, natürlich. Es passiert eine tolle Tage, dass wir eine Weltklasse-Mannschaft präsentieren können. Ja, immerhin ist Paris Saint-Germain nur ganz knapp im letztjährigen Champions League-Viertelfinale an Barcelona gescheitert. Und diese Mannschaft hat sehr viel Qualität. Für mich als Trainer ist es natürlich sehr interessant zu sehen, wie weit wir von der absoluten Spitze entfernt sind. Die älteren Zuschauer wissen es, die jüngeren wissen es nicht mehr so. Sie haben selbst gegen Paris Saint-Germain gespielt, im letzten Europacup-Finale mit österreichischer Beteiligung 1996, in Brüssel damals 0:1 verloren, eingewechselt worden in der zweiten Hälfte.
Ja, schön, dass wir bis dorthin gekommen sind, aber der absolut große Wurf ist uns damals leider Gottes nicht gelungen. Wir haben vielleicht ein bisschen Pech gehabt, aber insgesamt war die damalige Paris Saint-Germain-Mannschaft eben um dieses eine Tor leider besser als wir und war natürlich eine große Enttäuschung für uns damals. Aber im Rückspiegel betrachtet wird man noch ein bisschen stolz darauf sein. Immerhin sind die beiden Vereine und man selbst damit immer ein bisschen für immer verbunden. Natürlich war es schön, ja, dass wir so weit gekommen sind. Das ist ja nicht alltäglich. Auch zu meiner Zeit war es nicht alltäglich, dass eine österreichische Mannschaft ins Finale kommt. Aber wie gesagt, es hat einfach dann das letzte Quäntchen zum absoluten Erfolg gefehlt. Und das hätten wir gerne erreicht, haben wir aber leider nicht geschafft. Heute ist es der sportliche Start für Rapid in eine neue Saison, in der man die Ärmel auch wieder aufkrempeln wird müssen mit einer jungen Mannschaft. Steffen Hofmann wird übrigens noch geschont. Ja, der Steffen hat sich das Kreuz verrissen und wir wollen da kein Risiko eingehen. Aber dafür spielt ein anderer Hofmann, der Hofmann Maxi. Und war bei den Amateuren, nehme ich an, bis jetzt auch. Ist bei den Amateuren, war bei den Amateuren und beginnt heute in der Innenverteidigung. Somit haben wir einen Hoffmann am Platz. Die Aufstellung mit vier defensiven Spielern, dann Schaub, Vidra, Boskovic wechseln im zentralen Mittelfeld, Krozorek, Beuth, Sabitzer, 4-3-3-System, klingt sehr offensiv gegen ein 4-3-2-1-System, je nachdem wie Paris Saint-Germain wechseln wird, klingt sehr offensiv, das heißt, sie wollen auch testen vor dem Cupspiel gegen den LASK, wie man Spiel kreativ gestalten kann, Tore, Torchancen herausspielen kann? Ja, wir wollen unser Spiel durchziehen, ja. Man wird natürlich sehen, ob wir es schaffen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Man wird sehen, ob wir uns darauf einstellen müssen, weil der Gegner eben zu stark ist. Wir müssen uns immer wieder auf die gegebenen Umstände anpassen. Und ja, wie gesagt, beginnen wollen wir immer so, dass wir die Initiative ergreifen wollen. Aber wir haben natürlich immer wieder einen Gegner zu bespielen und schauen wir mal, ob er es zulässt. Wir hören uns nach dem Match, was herausgekommen ist. Für Paris Saint-Germain ist es der Abschluss eines Trainingslagers in Österreich in Stegersbach. Für Rapid ist es der sportliche Saisonauftakt. Ihr Kommentator ist Michael Bacher. Das ist auch eine große Chance, die Zukunft einzuläuten. So sprach's Zoran Barisic im Vorfeld der bevorstehenden